nur noch, also ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, was der Sitze kam. Ja, gucken wir dann. Ja, die Leute sind doch verrückt, ey. Geht schon wieder los. Steht die volle Summe, steht noch da. Echt? Ah, ja. Okay, bei mir war eben 0 Euro, deswegen, okay. Ist ja, bei mir steht die volle Summe da. Okay, ja, ich sehe gerade allgemein, okay, wenn ich drauf gehe, dann bitte. Aua, Mizi, aua, aua, aua. Oh. Oh. Worum geht's gerade? Chat hat zusammengelegt und Zentren zu Weihnachten Rick geschenkt. Ja, das ist abnormal, ey. Krass. Zentren Wahnsinn. Ist immer so ein guter und lieber Bursche gewesen und fährt halt ohne Rick. Jetzt hat er eins. Warum hält er den da rein? Welche Zeiten werden gerade gefahren? Werden wir gleich sehen. Moment. Du kannst aber auch Ausrufezeichen Suzuka eingeben, da kannst du das auch sehen. Da ist eine Übersicht. Aber Reini fährt aktuell 223. Zum Selbstbauen, Don John. Ey Leute, ihr seid verrückt. Wahnsinn. Wahnsinn. Pass mal auf, am Ende ist dann noch eine DD1 drin. Pass mal auf. Also Leute, übertreibt es nicht, ne? Lenkrad habe ich hier, also wirklich. Übertreibt es bitte nicht. Heilige Scheiße. Sowas darf Chat nicht sagen. Ich sage einfach gar nichts mehr. Alter Vater. Mein E-Mail-Postfach ist auch voll. Wahnsinn. Na, könnt ihr mir dann auf die Geraden schon mal grob sagen, in welche Richtung die Reifendrücke gehen und vielleicht welche Strategie? Wir können Reifendrücke nicht sehen. Reini, wir können Reifendrücke nicht sehen, du. Also genau, was ich einstellen muss. Ja. Strategie 3 und sind alle vier Werte gleich. Hörst du mich, Reini? Ja. Reifendruck bitte auf. Also ich habe ihn bei dir auf 26,5 eingestellt gehabt. Ja, okay. Alle und vier? Alle vier auf 26,5. Ah, okay, dann ist das nur eingestellt wie vorher. Aber Strategie war auf 1. Nur damit du dich da irgendwie Bescheid weißt. Okay, die war bei mir auf 3 jetzt. Okay, ich sag Bescheid. 26,5 angreifen und Strategie 1. Alles klar, danke. Gut. Okay. Chat. Dankeschön. Danke. Zentren ist wirklich ein guter. Also wirklich jetzt. Sehr, sehr guter. Moinsen, Dwainsen. Sag mal, ist es eigentlich noch so, dass bei gewissen Summen das PayPal-Konto gesperrt wird? Weiß ich nicht, wieso? Danke, stark nur, nicht, dass das irgendwie so gut oder Unterstützung. Nee, ich glaube nicht. Sage ich jetzt, okay. Weg. Tschüss, raus, peace, schon wieder. Ey Leute, ihr seid so verrückt, mein Gott. Wahnsinn. Heiliges Ross, ey. Wirklich an jeden Einzelnen vielen lieben Dank. Ich hoffe irgendwie, ihr habt wenigstens Spaß beim Zusehen hier beim Rennen oder so, keine Ahnung, aber ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt bekomme von euch. Krass, Wahnsinn. Weil du einfach scheiße zu langsam bist in den Endurance-Rennen immer. Ja, tut mir ja leid. Mann! Das kommt ja vom Prinzen nicht mehr raus, ey. Das kann sich ja keiner angucken hier, den Scheiß. Und dann aber diese Unfälle, weil dein Gaming-Stuhl durch die Gegend rollt, den Scheiß. Ja, da muss ich echt sagen, da habe ich Glück eigentlich, ne? Weil ich diesen PVC-Boden habe. Der tut sich so ein bisschen in den Boden reindrücken mit dem Rollen.
Laminat ja, oder so wäre das anders. Ist ja nicht mehr. Ist ja, ja nicht. Also das nächste Mal wird dann der Müll sein, ne? Oh, ich hab richtig Bock, ey. Danke, danke, danke. Ich hoffe, dann gibst du mal richtig Gas. Auf jeden Fall, dann wird schön nicht Staubfahrer. Oder nicht nur so ein Gelegenheitsfahrer, weißt du? Ja, nächstes Jahr musst du denn so viel fahren wie Pete. Ja, ja. Minimum. Minimum? Ja, 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 ja. Ja. Der Ding, der ist, ich bin doppelt so alt wie er. Hä, Mann, Pete, du siehst aus wie 19. Was ist los mit dir? Ja, ich wollte gerade sagen, hier, jung und frisch. Wenn du dich jetzt bewegst, machst du es gleich plopp, ne? Ich war schon kacken, wovon redest du? Genau. Sie garantiert nicht aus wie 19. Also bitte. 22 hätte ich mir ja noch gefallen lassen. Ja, Männer, wir sind am P4 dran, ne? Ja, ja. Heilige Scheiße. Aber Pete und ich waren noch nicht im Auto. Richtig! Egal. Die anderen auch noch nicht alle. Wie habt ihr das eigentlich geplant wieder? Der letzte Stint bei mir, soll ich wieder bis Ende fahren oder? Ja. Okay. Also habe ich erst eine Pause. Ja, ja. Ich würde mal sagen, das machen wir abhängig. Wie das Standing ist, wenn wir nach vorne weiterkommen können, also und vorne mit dabei fahren, mit bei sind, dann auf jeden Fall. Dann denke ich mal, machen wir wieder Dizzy und ich ein Stint weg. Mhm. Ist das ein Plan, Jungs? Das ist ein Plan, ja. Mir hat gerade Kuseba nochmal geschrieben im Discord, dass ich die Weserhaltung vergessen habe, die Monitorrinde. Wahrscheinlich, ja. Ja, muss ich dann nochmal gleich aufgeben. Und sind da die Winkel dabei für die äußeren Monitore auch nicht vergessen? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Doch, die sind im Monitorstand dabei. Okay. Ja, guck ich gleich nochmal. Ich will erstmal ins Badjes gehen, Männer. Bis gleich. Was muss er gehen? Ins Bad. Ach so. Sich darauf ein Salami gönnen oder was? Ja, ja. Okay. So, haben wir die Gesumme ein bisschen glatt gemacht, damit das besser aussieht. Reini hat richtig Bock heute, ja. Aber Reini ist auch ein scheiß Uhrwerk. Reini ist wirklich ein scheiß Uhrwerk. Also das ist, muss ich persönlich sagen, ist einfach der krasseste Fahrer, den ich jemals kennenlernen durfte. Der ist wie ein scheiß Uhrwerk. Den bringst du nicht aus der Ruhe und der fährt immer schnurstracks. Pete, in den nächsten Endurance-Rennen werden wir wahrscheinlich ausgemustert und fahren immer nur ein Stint noch. Ja, ich sehe es auch so. Ja. Leute, vielen, 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 vielen lieben Dank. Ehrlich. Dankeschön. Zentren ist wirklich, glaub mir, ist ein guter. Der hat genug Rückschläge gehabt, so schon. Der hat das schon verdient. Da ist das an der guten Stelle. Das ist ein herzensguter Mensch. Danke, dass ihr da mitmacht, Leute.
Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt geht's von hinten auch los. AMG Gangbang. A Tier 1 Sub 2 MAMBO JAMBO BAMBO. They have given 452 Gift Subs in the channel. Socke, danke, dass du Mambo Jumbo einzugeschickt hast. Base Rig hat er sich gekauft, SU Dream und den Monitor Stand für 3 Bildschirme. Jetzt fehlt, also den Sitz hat er eigentlich auch schon zusammen. Also ich glaube, da ist alles zusammen jetzt. Ich glaube, mittlerweile kann er sich schon so eine Sparko-Schale holen. Nachher kommt noch irgendwie sowas wie ein neuer Monitor oder so, wenn ihr so weitermacht. Ihr seid echt verrückt, Leute. Danke. Danke, danke, danke. Da sind wir Vierter. Jetzt haben wir nach hinten Zeit und Platz. Reini regelt, ja. Danach kommt Pete. Den regelt Pete. Pete fährt zwar ein bisschen langsamer, aber auch sehr konstant, also können wir schon halten. Ey, es war Notwehr, nicht so frech, Freundchen. Das ist hier nicht AC. In ACC ist alles gut. Also ich fahre genauso schnell wie Pete. Asphaltfieber, danke. Wir gucken nachher mal, okay? Okay, alles gut. Ja, die Rundenzeiten schaffe ich nicht. Also ich habe vorher echt viel trainiert dieses Mal, aber das schaffe ich nicht. Also ich fahre 2-0er-Zeiten mit halbvollem Auto, das schaffe ich definitiv nicht, was die fahren hier. Ich muss mir nachher auch nochmal warm fahren. Aber ich habe jetzt noch 3 Stunden. 3,5 Stunden habe ich noch. Wir müssen mal gucken. Ich glaube, ich werde das mal für euch das nächste Mal machen, dass wir einen Stintplan machen, dass ihr das auch nachgucken könnt, wie bei dem 24-Stunden-Rennen. Das hat mir sehr gut gefallen von den Leuten. F1 wird nicht mehr auf RTL ausgestrahlt. Kostet halt Geld, ne? Aus dem Zeichen Stint wäre geil. Yes, machen wir das nächste Mal. Als Vorbereitung. Das habe ich heute nicht, ist mir erst zu spät eingefallen. Ich habe heute Morgen schon die ganzen Befehle und sowas alles fertig gemacht. Kostet halt Geld, Schnürsenkel. Vielleicht haben sie einfach nicht genug Geld dafür. Lizenzen sind ja bestimmt nicht so günstig. Wie sieht es denn eigentlich mit dem zweiten 24-Stunden-Rennen bei dir aus? Ist schon was geplant? Aktuell ist erstmal diesbezüglich für dieses Jahr nichts mehr geplant.
Danach muss ich mal gucken. Wo ist denn der Kurve hinter uns? Danach muss ich mal gucken, ja, wie es aussieht. Ich muss dann halt mal mit ich muss dann mal mit Reini und Pete Zentren quatschen. Mal mit denen fahre ich ja. Ist das zu früh? Viel zu früh mit uns zu sprechen. Wir haben übrigens immer noch keine Strafe, ne? Ich weiß nicht, wie lange man das hinauszögern kann. Bei einigen Rennen hast du da nur so eine Viertelstunde Zeit, bei anderen kannst du das halt das ganze Rennen machen. Ja, mal gucken. Aber wenn es so ist, dann ist es so. Hätten wir auch verdient. Ich würde es nicht anders machen. Wir bekommen keine Strafe. Okay. Okay. Oh, da hat er aber spät gebremst. Ja, ja, wir wurden reported, ja. Zu Recht. War also wirklich auch zu Recht. Das war schon ein sehr hartes Manöver. Bibi. Okay, wundert mich, also dass wir da keine Strafe kriegen. Zentrum ist. Also es wurde reported, aber wahrscheinlich kriegen wir da nichts. Ja, das, das dauert fast eine Stunde immer, bis die da alles durch haben, ne? Hallo Buddy. Hast du den Chat auf, Xenton? Nee. Warte, Mach mal kurz auf. Asphaltfieber, kannst du bitte nochmal den Sitz posten, weil den kannst du dir jetzt dann auch noch kaufen. Schnell. Bitte. Okay. Ja, so in der Art kann man sagen, ja. Das ist ja echt wahr, also krank. Das ist schon also Wahnsinn. Mach mal Guletti auf und gib mal S2000 ein. Mikro S2000, nee, Mirko S2000. Und dann machst du da nochmal einen Bestellski und dann ist dein Rig fertig. Und die Weserhalterung noch. Also ich denke mal, du kannst das kaufen jetzt. Auf welcher Seite? Mirko.pl oder mirkoseats.com? Asphaltfieber, welche? Aber kannst du theoretisch auch, kannst du auf PL, kannst du das holen? Was ist das für ein fettes Ding, oha! Aber hier steht kein Preis dabei, warte mal. Hier kann man sich bestellen auf der Seite anscheinend. Oder? Denk auch an die Sitzschiene, falls da keine dabei ist. Kostet so um zwischen 30 und 40 Euro. Mhm. Es gibt noch einen Eintrag für euch. NFA versucht eine leichte Kollision, Läppchen 50, Kurve 11. Falsche Runde angegeben. Oh nein, die haben die falsche Runde angegeben, deswegen. Deswegen wurde das nicht durchgereicht. Oh oh. Oh, Glück gehabt. Wenn es so ist. Glück im Unglück. Was soll der Sitz kosten? Irgendwas bei 200 hat er gesagt. Okay. Ich wollte nur noch mal sicherstellen. Okay. Warum? Ich wollte nur noch mal fragen, ob das auch der richtige ist dann. Wie viel kostet der bei dir? 2,65. Naja, dann passt das. Den solltest du aber, glaube ich, fast zusammen haben. Ja, ja, aber Lieferzeit 21 Tage steht da. Ja, ansonsten müsstest du noch mal in meine Liste reingehen und könntest gucken, ob du meinen nehmen kannst. Ich schaue gerade mal. Mit dem Stream hast du die, ne? Ja. Der ist nur bis 80 Kilo zugelassen. Ja, aber Xenton wiegt ja keine 100 Kilo wie ich.
73. Ja. Ich war mal bei 93. So, wo haben wir den denn dann? Hey, Vinny, moin, Manga. Ich auch nicht, Feier. Ich habe glücklicherweise meinen Stuhl von Horny damals bekommen. Horny hat mir seinen zugeschickt, der Engel. Ich habe ja auch nur halb Schale, ich bin ja auch ein bisschen breiter gebaut. Der wäre noch auf Lager und wäre am 22. Dezember da. Kostet auch 250 Euro. Ja, und ich glaube, da müssten die Sitzschienen mit bei sein. Guck mal, ob die da mit bei waren. Ich guck mal, die sollten aber dabei sein. Das sind aber zwei, ne? Also, du hast ja noch eins zum Wechseln. Oder kannst du ja irgendwem schicken. Oder geht. Hat der eine Sitzheizung und Massagefunktion? Hä? Nee, wie kommst du da? Steht in der Beschreibung unten. Jo. Halbschale mit Sitzheizung und Massagefunktion. Also meiner hat das nicht, nicht dass du wirst. Ja, gönn dir. Oh. Gönn dir. Wenn aber ja, aber guck bitte nach, weil du brauchst ja dann extra Energie. Und über was das gesteuert wird. Ja, ich werde das wahrscheinlich eh nicht anschließen. Also, lenkt glaube ich eh nur ab. Also, ich habe keine Knöpfe an der Seite. Ich gucke jetzt extra nochmal. Ich habe keine. Also, vielleicht habe ich den falschen. Brauchst du dann noch eine Batterie dazu? Wenn du sowas nutzen möchtest. Eine externe Energiequelle. Ja, wenn nicht, musst du dir dann einen anderen raussuchen. Aber warte mal, du hast den, glaube ich, schon. Ich habe einen ganz einfachen, also ich habe sowas nicht. Naja, das blau-schwarze Modell hat das auch nicht anscheinend. Das ist doch nur 200 Euro dann. Könnt ihr nur spezielle Seiten nutzen? Kannst also du machen, Obi. Nee, nee. Achso, also, sonst schicke ich dir ein paar Links. Am besten halt bezahlbar mit PayPal. Ja, ja, das kannst du ja fast überall. Ja, das wollte ich gerade sagen, also überall. Also. Warte, ich guck mal, ich habe ein paar Links. Ja, ein paar Link. Kannst du reinhauen, Obi? Mal, Nils, weißt du eigentlich, dass deine Zuschauer ein bisschen verrückt sind? Ey, da musst du bedank dich bei Coseba, ohne Scheiß. Coseba hat das ins Leben gerufen. Also das war. Danke. Ich hab nur gesagt, jo, machen wir. Da ja, ist im Chat Wahnsinn. Noch ein Link. Okay, warte, Obi. Achso. Kannst du Coseba noch ein paar Plätzchen zukommen lassen zu Weihnachten? Ich pack extra welche. Nur schmecken, ob sie tun, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Gib's dir einen Rennkurs. Machst du hier Lehrgang mit Coseba zum Schnellfahren? Das kann ich gerne machen. Gib's dir ein paar Stunden. Ein paar Coaching-Stunden vor Free. Wenn der Bock hat, gerne. Obi, ist okay. Schick uns ruhig die Bibel. Wir lesen gerne Romane. Und immer dann denken, an die Sitzschiene zu gucken, dass du den halt verstellen kannst. Ja gut, 360 Euro für ein Rennsitz ist, glaube ich, nicht viel, oder?
wäre jetzt nicht im Budget. Sagen wir mal so. Deswegen, also. Hier steht schon mal FK Sportsitz Seattle. Das ist, glaube ich, auch den ich habe. Moment. Ich habe auch einen FK, damit bin ich auch sehr zufrieden. Sieg, Handschuhe habe ich schon. Nee, ich habe gesagt, es ist nicht im Budget, nicht noch. Noch habe ich nicht gesagt. Sowas würde ich niemals sagen. Sowas würde ich niemals sagen, Alex. Uh-uh. Ja, hau rein, Apollo. Wenn du den gerade an der Hand hast, dann nimm den mal. Weil, also ich habe auch FK, die sind sehr, sehr gut. Ich persönlich stehe aber auch nicht auf Schalensitze, weil ich da nicht reinpasse. I'm too fat for Schale. Hier, da heißt du drinne. Ist Halbschale. Ah ja. Gucken wir mal. Müsste eigentlich so ähnlich sein wie meine. Ja. Okay, super. Aha. Ja. Der sieht gut aus. Sofort lieferbar auch. Na dann, komplettiere das Rig. Inklusive Laufschienen, sieht auch gut aus. Ja, genau deswegen mag ich FK, weil das damit doppelt dabei ist. Na dann. PayPal-Zahlung auch gut. Ja, na dann, rein, ab in den Warenkorb. Screenshot aber rein. Aber Kunstleder oder Schwarzstoff, was würdet ihr nehmen? Ich hab Kunstleder, wischt sich halt einfacher ab. Okay, hast du recht, ja, eigentlich auch. So, ab in den Warenkorb, gucken wir mal. Ah, warte mal, erstmal wieder auszahlen. Ja, das ist der Wahnsinn, ey. Ja, für die Differenz kannst du dir ja dann Dings holen hier, die Weserhaltung. Und dann hast du ja. Ja, locker, locker. Ja. Müsste locker reichen. Ja. Also ich könnte Stoff nicht benutzen, weil ich schwitze so viel. Und mein Sitz ist noch gut, also ich habe hier schon viele Stunden drin gesessen bis jetzt. Ich musste meinen Stuhl auch letztens sauber machen und mit Febreze einsprühen. Es war notwendig. So, da. Warenkorb zeigen. Hast du reingeschurzt? Nee, ich hab nicht in meinen Sitz geschissen. Ich hab nicht in den Sitz geschissen. Hey Monte Cristo, ich grüße dich übrigens. Moin, Bruder. Nein, ich hab mir nicht den Sitz geschissen. Alles gut, Apollo. Das ist ja klar, Versand kommt ja immer drauf. Fährt die Konstanz in Person? Reini fährt gerade, ja. Und wir sind P4. Aber Pete und ich waren noch nicht dran. Also bei Pete mache ich mir weniger Sorgen. siehst du gleich unten rechts die Rundenzeit? Ich denke mal rein, die wird so 2-2, 2-3 fahren. Danke, Pete, aber den Sitz haben wir jetzt eigentlich schon so gut. Okay. 2-2. Aber danke nochmal. Pete ist wieder in die Weiten des Internets eingedrungen und du ja. Wieder so, weißt du? Aber sieht nicht schlecht aus, das Shop. Ja, ich stehe halt auf Sparko und so ein Kram, weil
Ja, wenn ich nicht so fett wäre, hätte ich auch so ein Ding. Ich habe einen Autositz von Sparko. Oh, nice. Den kannst du halt gut kosten, aber die kriegt man auch günstiger, die kleineren Varianten. Ja, man muss nicht unbedingt 550 Tacken ausgeben. Ich bin halt zu groß dafür. Aber ich habe Handschuhe von denen, die sind gut. Weiß ich nicht, Louis, ob wir das nochmal können. Der Fairness halber würde ich es mir wünschen, dass sie es können. Aber müssen wir gucken. Das ist jetzt erstmal nicht unsere Sorge. Was ist eigentlich die höchste Klasse bei GT? Ich glaube, GTE sind die stärksten Autos, oder? Ja. GTE. Dann kommt, glaube ich, GT3. GT4. Ja, es gibt mittlerweile auch seit 1-2 Jahren so eine Zwischenklasse, aber die hat sich nicht durchgesetzt, die GT2. So, ist bestellt. Ja, Moni! Noah. Schicke ich auch nochmal einen Screenshot, oder? Ja, 23. sind sie aktuell. Ja, LMP ist aber nicht GT. LMP sind Prototypen. Ja, das ist ja was anderes. Komplett andere Geschichte. Ja, dann Weserhalterung noch und dann, die gibt es auch bei Motedes. Da hast du gleich alles auf einmal dann. Na ja, dann nächste Woche gleich 24er, ne, Xentran? Ja, ab geht's dann, ne? Ja. Ich kann's echt nicht fassen, Wahnsinn, ne? Aber die fährst du auch alleine, dann weiß Bescheid. Ja, sehr, gerne, gerne. Stresstest. Hast du mir den jetzt geschickt, den Screenshot? Kommt sofort, oder? Alles klar. Ich hoffe, er hat sich den Trinkhalter mitbestellt. Naja. Also ich habe auch keinen. Mein Schlitz für 5 Euro bei Amazon, bitte, ja. Ich habe keinen. Himmel, wie lange noch? Nein. Habe ich ja geschickt. 10 Minuten. Check. So, ihr zauberhaften Sahneschnuten, für euch noch. Weil ich gerade begeistert rauslasse, da wissen wir auch. Als Proof. Aber es ist so schwer zu sagen, weil man nie vielleicht. Wie fühlen die sich denn jetzt an so? Ja, kann man schlecht sagen, weil man immer Verkehr hat. Okay. Ja, musst du entscheiden, weitermachen. Komm, frag ich, macht der da trifft's, ey. Ja, dann Xentrin, frohe Weihnachten, ne? Vielen Dank. Ja, frohes Festdicken. Danke, danke, danke. Ey, das ist echt abnormal. So, im nächsten 24, im nächsten 12er oder 24er machen wir Eisvorrat für Piet. Ja. 50.000 Liter Eis nur für Piet, damit er ja, endlich mal zu einem 12-Stunden-Rennen fucking Eis kriegt. Dann müsst ihr aber auch berechnen für eine Kühltruhe, ne? Wo soll ich sonst das Eis hinpacken? Badewanne und ein bisschen Eis rein. Und dann reinlegen. Okay, dann brauche ich noch einen Umbau für eine Badewanne. Nein, Scherz beiseite. Alles gut.
So, jetzt gucke ich schon mal nach den Halterungen da. Wird eher kälter oder noch wärmer? Ja, die Temperatur ist konstant bei 23 Grad. Alles gut. Xentrin fährt einen Thrustmaster T300, glaube ich, ne? Genau, richtig, mit dem Alcantara Ferrari aus. Wenn, dann wird es eher in Zukunft kälter. Ja, passt. Ja, aber ich glaube nicht in der nächsten Stunde. Ja, was wir haben jetzt dafür Maß eigentlich? Was für Maß? 100? Ja. Was denn? An der Widerhaltung. Ja, die sind Standard, sind 7500. Ja. Also der Ducorte Pennebert ist der Shit für GT-Autos. Also GT3, GT4 ist das die beste Sim. Ja, Reini ist super schnell heute. Aber Pete hat auch, also man muss dazu sagen, Pete hat auch ganz schön auf den Teppich geklopft. Also Pete, muss man dazu sagen, hat richtig Druck gemacht, dass wir alle genug trainieren. Da hat er die Hand drauf gehalten. Also. Ja, aber das ist ja selbstverständlich bei uns. Das war positiv gemeint. Ja, ja. Es also, war, nee, ich hab ja. Erzähl! Das war positiv gemeint. Ja, 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 alles gut. Also, wir sind dieses Jahr 3 12-Stunden-Rennen gefahren, 1 6-Stunden-Rennen gefahren. Also, es gibt regelmäßig welche, ja. Vor 3 Wochen sind wir 24 Stunden gefahren. Und jetzt möchtest du auch nochmal das Screenshot haben von den 17 Euro? Ja, für die Weserhalterung? Genau. Naja, also ich sag mal, bei den 17 Euro glaube ich dir schon, dass du dir das gekauft hast. Ja, ich wollte, ja. Wie ihr wollt, kein Problem damit. Wird Zeit für Fefe Cup. Ja, wird Zeit für Fefe Cup. Ich vermisse Fefe auch ein bisschen. Ey, Wahnsinn. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das so schnell geht. Holy shit. Ja, sag ich dir ja. Danke. Oh, geil, ey. Ja, Maga, dann auf geht's. Attacke. Ich hab jetzt alles. Den Sitz haben wir jetzt geholt. Den Monitorstand, das Rig, die Halterung. Ja. Wie viel ist noch übrig? 14,85 €. Ja. Na, perfekt geplant, Junge. Ja, aber sicher doch. Dass die 14 Euro. Die 14 Euro kannst du Postboten als Trinkgeld geben. Oder gehst mit deiner Family Döner essen. Oder genau. Du kannst schön Döner essen gehen. Das Gute ist, dass wir, also wie weit haben wir denn nach vorne bis zum dritten? 12 Sekunden aktuell. Nee, 21. 21 Sekunden auf dem nächsten. Aber wir sind immer noch in derselben Runde. Ja, die sind gerade, also Walter ist gerade rübergefahren. Hey, geh jetzt dann rein. Jetzt werden wir ein bisschen Platz verlieren. Check. Outlook zeigt schon nicht mal die E-Mail an, er sagt einfach, ihr Posteingang erhält neue E-Mails. Waren wohl ein paar. Mhm. Hau rein, Ital.
Und gibt es bei dem Game irgendwie eine Online-Competition, also für den Grind mit Ziel vor Augen? Ja, gibt's auch. Gibt's auch, ja. Ist Gewöhnungssache. Tektonik. Also das hängt immer davon ab. Also auf der Strecke hier zum Beispiel ist der AMG sehr, sehr stark. Also der Mercedes. Weil du damit sehr hart über die Curbs knallen kannst und dadurch sehr viel Zeit einsparst. Aber grundsätzlich hängt es immer davon ab, wie dein fahrerisches Können ist. Also in den oberen Bereichen spielt es schon ein bisschen eine Rolle. Aber ist halt auch Gewöhnungssache trotzdem. Wie funktioniert so ein Fahrerwechsel? Tortolon, wenn jetzt Reini zum Beispiel eben gerade reingefahren wäre, dann hast du eine Blackbox. Die kann ich dir jetzt leider nicht zeigen. Aber es gibt eine Blackbox, in der kannst du die Reifendrücke einstellen, wie viel Sprit und ob du den Fahrer wechseln möchtest. Wir sind alle auf dem Server connected. Also wir, musst dir vorstellen, alle, die jetzt nicht fahren, stehen in der Boxengasse. Und wenn Reini jetzt sagt, okay, pass auf, wir machen Fahrerwechsel, dann jetzt nachher... Alter, holy moly. Da wird nachher... Ding nicht in Ordnung. Da wird nachher dann Pete ausgewählt. Und dann steht da drinnen, nächster Fahrer wäre Pete Snake. Dann fährt Reini rein. Und während des Boxenstopps wird Fahrerwechsel gemacht. Und dann übernimmt Pete das Auto. Und dann ist Reini, also der jetzt gerade fährt, ist da nur noch Zuschauer. Quasi. Und hier in der, also in dem Rennen darfst du maximal 65 Minuten draußen sein. Also darfst du maximal 65 Minuten draußen sein, dann musst du reinfahren. Du musst reinfahren. Also tanken musst du sowieso, weil dein Tank halt leer sein wird. Du kannst Reifen wechseln, wenn du möchtest. Und du kannst einen Fahrerwechsel machen, wenn du möchtest. Es ist nicht verpflichtend, den Fahrer zu wechseln. Wir müssen, in dem Rennen müssen wir 9 Boxenstopps machen. Wir müssen mindestens jeder eine Stunde gefahren sein, aber eine genau. Stunde 5. Jeder muss, also die Fahrer müssen mindestens eine Stunde 5 gefahren sein. Und hier die Schwierigkeit noch dazu ist, dass wir mit GT4 fahren. Also das hier vorne das gelbe Auto ist ein GT4. Die sind ein bisschen langsamer, also ein bisschen untermotorisierter. Und die müssen halt überrundet werden und überholt werden. Wir sind jetzt auch gerade, wie ihr seht, links im Reglement. Wir sind alles in Blau. Das heißt, die haben wir alle überrundet. Tschüss raus, Peace, Schubi. Das heißt, die haben wir alle überrundet. Schönes auf Instagram privat geschickt. Ich guck gleich Marvin. Und Dankeschön für 7 Monate. Willkommen zurück. Maximale Stintlänge ist 65 Minuten. Ein Stint, also auch um da mal die Begrifflichkeiten zu klären. Ein Stint ist die Fahrzeit zwischen 2 Boxenstopps. Oder Start und Boxenstopp. Das ist ein Stint. Möchte da keiner vom Gas gehen? Ich weiß nicht, was sie da machen. Keine Ahnung. Kein Kampf, nichts, gar nichts. Aber Hauptsache mal voll Rennen gefahren. Warum darf man nicht länger als 65 Minuten fahren? Ist Reglement. Warum genau, kann ich dir nicht sagen, aber ist Reglement. Wird dir aber auch eh nichts bringen, weil dein Tank dann leer sein wird. Schadensmodell ist an. Hier kann dir alles um die Ohren fliegen, was du möchtest. Dein Motor kann kaputt gehen, deine Bremsen können kaputt gehen, dein Auto kann voll kaputt gehen, deine Kupplung kann kaputt gehen, ihm kann alles kaputt gehen. Was ist denn Schwachsinn? Ja, du kannst auch 75 Minuten fahren. Also der Lexus hat einen Tank von 120 Liter. Also mit dem könntest du noch ein bisschen länger fahren. Definitiv. Ist der Lichtstufe noch mal geben? Ja, mal gleich. Aber ich gehe halt auch davon aus, wie es schon im Chat steht, das wird wahrscheinlich mit der Spritmenge zu tun haben, weil alle, also es haben ja nicht alle Autos denselben Tank und Verbrauch. Ich denke mal, daran wird das dann angepasst sein, mit den 60, 65 Minuten. Ich weiß nicht, ob das so schneller vorbei ist.
Nein, geht doch. Hat halt Zeit seinen Urgroßvater gekostet, ne? Locker 3-4 Sekunden mindestens. Ja. Das war übrigens Trailbreaking gerade, weil wir vorhin gerade darüber gesprochen haben. Also er hat in der Kurve ganz zärtlich noch gebremst, um das Auto mit zu korrigieren. Na guck mal hier. Vor uns. Herr Hauser. Nicht abgefahren, oder? Ist er doch, oder? Ja, ja. Das ist abgefahren. Ja, Ralf. Tuki, Junge. Wann kommt der mal wieder DTM? Grüße, alle Platz waren geil. Ha, das kann ich dir nachher erstmal richtig schön brühwarm in die Fresse reinschmieren. Schreib ihn doch. Naja. Ich habe schön mein Fett weggekriegt nach 24 Stunden Rennen. Ja gut, war deine Premiere. Mach ja, hör bloß auf, AC war aber anders. Ich kann sagen, mit alten Reifen, das, ich weiß nicht, ob man Doppelstand, ob das sinnvoll ist. Leicht in der Nacht, wenn es kalt ist. Natürlich ist das nicht sinnvoll. So jetzt nicht. So was sagt auch nur Pete. Und viel rutschiger dann am Ende. Ich hab's getestet. Du fährst, aber auch, du fährst aber auch nicht permanent am Limit. Doch. Natürlich. Ich doch. Am Limit. Ja, wo sind denn die? Wo sind denn die 2 Sekunden auf Reini? Limit hat ja nichts mit den Zeiten zu tun. Ja, ja. Okay, gut, okay. Ja. Na, viel schneller. Das habe ich ja auch heute gesagt, aber ich würde immer die Reifen wechseln, weil zum Schluss sind, da ist echt rutschig das Heck auf beim Rausbeschleunigen. Ja. Schade, dass man halt nicht nachgucken kann als Teammember. Wie weit das Verschleiß ist oder so. Ja, ja aber halt selbst, auch wenn, sage ich mal, die Zahl in Ordnung ist, wenn sich das Auto scheiße anfühlt, würde ich es trotzdem halt wechseln, weißt du? Immer. Immer. Du verlierst pro Runde locker dann 1-2 Sekunden darauf, weißt du? Wenn du Gas geben kannst, richtig. So kannst du mit frischen Reifen, kannst du ihn halt richtig prügeln. Und musst dir halt nicht die Sorgen machen, dass du das Auto hinten wegkriegst. So, wieder P4 erstmal. Übrigens, Pete, ich soll dir, ich möchte was aus dem Chat zitieren. Pete fährt immer im Limiter. Aha, okay. Aha. Der kriegt richtig, ich sehe das gerade, der kriegt richtig. Hey, 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 lass mal Orange in Ruhe, okay? Das ist Feverlover, sag ich dir. Ich kenne den Kleinen. Grüße gehen raus. Ich muss ganz ehrlich sagen, Jungs, ich bin jedes Mal, ich freue mich sehr auf unsere vier, auf unsere Endurance-Rennen, weil ich finde das sehr, sehr schön. Es harmoniert so angenehm. Ja, das stimmt. Wenn man jetzt nochmal überlegt. Was hast du gesagt? Bitte? Was hast du gesagt? Nichts. Okay. Was bist du, Alter? Halt deine Fresse! Ich hab gesagt, unsere Rennen harmonieren immer sehr schön. Das finde ich gut, ja. Macht Spaß. Ja. Ich habe gerade noch die Bestätigung erhalten, dass die Zahlung schon bestätigt wurde bei denen. Ja, geil. Ja. Dann gibt's dir die Fertigung gegeben. Ja, ist doch super. Dann nice. Hast du ja vielleicht Glück und das kommt vor Weihnachten noch. Wäre cool. Mit ganz viel Glück. Ja, aber ich glaube eher nach Weihnachten. Also. Mal gucken. Mal gucken. Wäre cool natürlich. Ja, wenn es zu Weihnachten kommt, Heiligabend, willst du noch ein bisschen Lametta drumlegen? Ja, dann habe ich mein Weihnachtstrick, ne? Ein paar Lichter dran und dann hast du deinen Rigbaum. Ja. Links an der Seite in der Anzeige hast du weiß, das sind GT3 Autos, das ist die Klasse, die wir fahren. Rot mit blauer Ecke bedeutet,
dass das GT4 ist, also der hinter uns, das ist die langsamere Klasse. Die Zahl daneben im Gelben bedeutet, wie viel Boxenstops noch Pflicht, also wie viel Pflicht-Boxenstops das Team noch hat. Wir sind mit 9, haben wir angefangen. Links auf der Seite, der weiße Name bedeutet, dass du in regulären Positionskampf bist. Blau bedeutet, dass wir das Team schon mal überrundet haben. Und orange bedeutet, dass die uns schon mal überrundet haben. Und rechts die Zeit ist ja selbsterklärend, ne? Orange ist wie viel nach vorne und Cyan / Grün ist wie viel Platz nach hinten. Das Rennen macht mich fertig. Wieso was los, Maxi? Ja, zu 1, 2 und 3 sind sehr viel, ist 24 Sekunden. 24 Sekunden haben wir auf dem dritten. 3, 2 und 3, die fahren beide sehr eng beieinander mit 2 Sekunden Abstand, so wie es aussieht. Also wir sind ein bisschen weiter weg. Aber da könnt ihr auch gerne diesen Pitwall Live-Link könnt ihr anklicken. Und dort könnt ihr die Live-Timings sehen. Allerhand Zusatzinformationen zum Rennen. Das rote Schild mit 15 bedeutet, dass sie eine Zeitstrafe haben. DC bedeutet Durchfahrtsstrafe, Drive-Thru. Und die Pluszahl, die dahinter steht, bedeutet, wie viele Sekunden Strafe sie besitzen. Die kommt am Ende noch drauf dann. Das müsste man eigentlich hier sehen können. Genau. Auf Position 3 könnt ihr gerade sehen, dass der 15 Sekunden Strafe kriegt. Und Position 3 auf 2 hat 3 Sekunden Abstand. Und dann 2 auf 1 hat eine Runde. Der Fly hinter uns kommt auch angeflogen, ne? Wortwörtlich. Wir sitzen da mit dem Auto. Ja, das ist halt. Okay. Ja, natürlich kommen die angeflogen. Also, es würde mich wundern, wenn die nicht angeflogen kommen. Reini, Team, also Platz 5 kommt jetzt hinter dir angeflogen. Das ist Schöninger und Team. Die sind weitaus schneller. Also, nur dass du schon mal, nur dass du weißt, die sind richtig, richtig am Ballern gerade. Okay. Aber du fährst Spitzenzint und super Zeit. Ne, wir sind P4. Noch. 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 Du, Dizzy? Ja. Das fällt mir gerade ein, wenn ich ja 3 Monitore auf meinem Rig habe, ne? Ja. Kannst du da irgendeine HDMI-Splitter oder einen DisplayPort-Splitter empfehlen oder so? Weil ich habe nur 4 Anschlüsse an der Grafikkarte. Willst du dir noch extra Monitore holen dafür oder was? Ich würde mir irgendwann später dann wahrscheinlich noch, also halt 3er-Setup bauen, ne? Ja, du könntest dir, da gibt es einfach HDMI-Splitter. Wenn die alle dieselbe Auflösung haben, dann kannst du quasi das Signal auf 2 weitere aufteilen. Ist halt Displayport, ne? Ja, kannst ja. Gibt's aber auch, oder was? Nee, das wird dann nichts. Da musst du den an der Grafikkarte wahrscheinlich umstecken. Ah, okay. Ja. Deswegen habe ich ja quasi einen eigenen PC dafür. Mhm. Genau deswegen. Also dann müsstest du hinten einfach die Kabel switchen. Also ich wüsste nicht, dass es 144 Hertz Bilder gibt. Okay. Da muss ich aber gucken, wenn es soweit ist irgendwann. Aber Corseva hat gerade geschrieben, er benutzt wohl irgendwie solche Switches, der schickt dir das. Hat er gesagt. Okay, cool. Okay, super. Freut mich. Hat eh keinen Druck, also aktuell habe ich eh nur einen, aber irgendwann später müsste ich dann ein 3er Setup haben, weißt du? Das hättest du nicht sagen sollen.
Nee, es reicht. Daisy Chain funktioniert an Monitoren? Ja, das funktioniert, Ultra Gamer. So süß. Ah ja. Was, du kannst drei Monitore an einen einzigen DisplayPort-Kabel anschließen? Wait a minute, what? Was? Das wusste ich auch noch nicht. Ja, da hast du doch niemals 144 Hertz, oder? Dann auf allen drei. Naja, also der Datendurchsatz bei DisplayPort ist schon sehr hoch. Also, was ich mir vorstellen kann, ist, dass du, wenn du, sag ich mal, ein Signal auf einen der drei Monitore haben möchtest und dann immer wechseln kannst. Nee. Aber also alle gleichzeitig, das ist ein bisschen... Doch, scheinbar geht das. Okay, krass. Daisy Chain heißt das. Ja, dann viel Spaß, Zentrum. Ist mir zwar jetzt nicht so logisch, aber weil du holst ja ein Signal aus einem Port raus. Ja, eben. Ja, nee, also mir ist schon klar, dass dann halt im Endeffekt kein drittes Bild oder kommen wird, ne? Also ein anderes. Ist ja dann im Endeffekt dreimal das gleiche. Also das, ja, das ist klar. Das ja, du kannst, man, ja, das nicht ist aus einem Port drei Signale. Doch, also, doch, du kannst. Also drei verschiedene Signale. Doch, du kannst das quasi. Du kannst quasi das eine in den einen Monitor und von dort das nächste Kabel in den nächsten und wieder so weiter und dann geht das. Danke, Kuseba. Das Ding habe ich sogar hier rumliegen, aber das ist HDMI. Und dann bräuchte ich DisplayPort. Ja gut, aber dann kann man ja nach den Monitoren gucken. Da wird man ja bestimmt fündig werden. Chat kennt sich doch da bestimmt mit aus. Aber das wird wahrscheinlich eine gute Stange Geld kosten. Ja, locker. Also, bin ich auch erstmal wahrscheinlich nicht dabei. So, bin man noch mal eben AFK, Pipi Box. Jo, mach das, Pete. Ich habe drei 27 Dell 144 Hertz. Was kostet der Monitor? V-Tune? Das ist aber sehr interessant. Das würde mich ja geil, dann hätte ich mir ja nicht mal einen neuen Rechner kaufen müssen. Naja, jetzt habe ich einen neuen Rechner. Happy. Das wusste ich vorher auch nicht. Das hätte eine Menge Geld gespart. Scheiße. Naja. Such mal auf Alternate Daisy Chain. Ich suche gar nichts, Magga. Ich kaufe hier gar nichts. Ich mache hier gar nichts. Ach so, die Monitore unterstützen das dann wahrscheinlich. Ja, genau. Funktion, ne? Genau. Ja, pff, guck mal auf den Preis. Was kostet denn? 25 Zoll, 500 Euro. Das geht doch aber noch. Ja, doch, das geht, das geht noch, das geht. Gut, ja, ich habe halt einen Monitor hier, der kostet 200 Euro. Aber der reicht mir auch vollkommen. Ja, guck mal, 222 Euro, das ist doch okay. Also für mich wäre es jetzt erstmal egal, weil ich habe ja jetzt, also, ne, aber für dich wäre es ja interessant. Hm. 222 Euro für den Bildschirm ist doch super. Ja, achso, eine Dell jetzt hier, achso. Ah, ja, ja. Ja, guck mal, dann hast du, dann sind das nachher 666 Euro. Das geht für drei Bildschirme, würde ich sagen. Ah, Medic, grüß dich, moin. Dann brauchst du nur ein Kabel quasi. Das ist doch gut. Das wusste ich auch nicht. Danke, Chat, ich habe wieder was dazugelernt. Vielen Dank. Wann fährst du? In 2,5 Stunden ungefähr. Aber da ist dabei, ne? Jetzt wegen Daisy Chain oder so, bei dem Monitor. Oder? Achtung, Input-Lag-Gefahr. Aber 27 Zoll Full HD ist schon okay, Leute. Also gerade fürs Racen
damit du genug Frames hast. So. Das ist schon okay so. Also ich fahre hier in 4K und ich merke den Unterschied auch nicht, ehrlich gesagt, wenn ich im Auto sitze. Hab genau denselben Bildausschnitt wie vorher. Der Dell hat, glaube ich, keinen Daisy Chain, wie es aussieht. Der Beachino hat gesagt, er ist Daisy Chain dran. Ja, du stehst doch hier gerade nicht so. Also ich... Der eine sagt Finger weg, der andere, okay. Jetzt muss ich erstmal kurz gucken, was Marvin mir geschrieben hat. Marvin, was hast du mir geschrieben? Ey, Marvin, Alter, wie geil. Oh, Marvin hat sich ein neues Rig gebaut. Marvin. Wow, richtig sexy, Alter. Wie geil, ey. Schönes Ding, Marvin. Nice. Wenn du noch da bist. Ah ja. Schüttel, okay. Ja, am Ende wäre es, glaube ich, also wirklich am sinnvollsten, wenn du einfach abziehst und die Bildschirme reinsteckst. Ja, denke schon, ja, ja. Also ich sag mal so, da du ich das... Ich kann ja einfach einen Splitter nehmen, sage ich mal, der für meinen Hauptmonitor am Tisch ist. Und da packe ich einfach den mittleren Monitor vom Rig und den Hauptmonitor dran. Und wenn ich dann auf den Knopf drücke, ist entweder der Hauptmonitor aktiv oder halt der am Rig dann. Und die anderen beiden kommen einfach ganz normal per Display-Kabel in die Grafikkarte rein. Ja, da musst du aber gucken wegen den Herzzahlen. Ne? Ja, dann mache ich auf 120. Ich glaube, 120er gibt es zum Beispiel für Displayport. Splitter. Ja, es dauert eh noch, bis ich das machen kann. Also erstmal aufbauen alles, dann gucken, ob es läuft und alles und dann kann man immer noch weiter gucken. Höher, höher alles. Pyrotron, wenn du im Rennen rauskommst, kriegst du eine Verwarnung. Bis hin zu also eine Ermahnung und dann gibt es eine Fährwarnung und wenn du drei Fährwarnungen hast, hast du eine Durchfahrtsstrafe. Aber solange du keinen Zeitvorteil hast, ist es nur eine Fährwarnung. Eine Ermahnung. Also ich hab geil, warte mal, ich schick dir mal einen Link zu dem Bildschirm. Das wär eigentlich so der Schickste. Die habe ich mir mal rausgesucht. Also zum Racen ist das schon, glaube ich, mit das Beste. Meinst du so ein Curved jetzt oder was? So einen großen? Ja, es gibt eine Marke, die hat, aber die kriegst du fast gar nicht mehr gekauft irgendwo. Okay. Die sind immer ausverkauft. Schick dir das mal bei Dings. Damit habe ich mich auch schon abgefunden, dass ich die niemals besitzen werde. Die kriegst du halt nirgendwo gekauft, die Dinger. Meine Frage, wie findest du Oldtimer-Rennen? Ich finde die halt spannender als das, was modern gibt. Ich habe mit Oldtimern gar nichts am Hut. Ich kann dir so ein ähnliches Modell empfehlen. Den habe ich sogar hier stehen. Nur halt aktuell in 1080p gibt es aber auch ein Vico HD. Wieder Dora. Falls du möchtest. Ja. Okay. Kannst du mir aber schicken. Bei mir ist es eh egal. Ich hol mir jetzt gerade nichts. Wegen Umzug und so. Ich zeige ihn trotzdem einfach mal, oder? Ja, ja. Sonst hätte ich davon schon drei Dinger hier dran. Ah, du hast den, ja. Genau, aber halt ein Full HD, ne? Ja, ja. Ein Stückchen günstiger dann. Der Full HD reicht mir ja auch.
Ja, genau. Genau genommen habe ich zwei Stück von denen, nur einer ist defekt. Aber eigenverschulden. Ach ja, hier, FIFA, ne? Ja. Yeah. Ja, selber schuld, wenn man FIFA spielt. Ja, das war echt dumm. Ja. Ja, sind aber auch, denn, warte mal, 600, 700, fast 800 Euro für die drei Bücher. Wenn man sich nicht unter Kontrolle hat, ne? Das stimmt. Ja, wie gesagt, also, jetzt von jetzt auf gleich werde ich das eh nicht machen können. Also, überhaupt nicht. Deswegen, irgendwann so im nächsten halben Jahr, im nächsten Jahr oder so, wenn ich schon mal irgendwann einen Triple Screen habe oder so, dann mal gucken. Ich meine, die Haltung haben wir ja. Ob ich es dann benutze oder nicht, ist dann die andere Frage, aber wird dann irgendwann, denke ich, kommen. Also wenn du Oldtimer fahren willst, du kannst halt Oldtimer Rally machen, Racer, bei Dirt. Bei Dirt Rally 5 kannst du Oldtimer fahren. Ah, Schöninger drängelt schon. Zwinker-Smiley trifft die wahrscheinlich. Say hello to my little friend. Oh, Dame. Dame, danke schön für 5 Hütten, Maga. Vielen, vielen lieben Dank. Keine Ahnung, warum denn nicht, Fifty. Spielt sich das Game gegenüber anderen Games? Gut. Also, für mich die beste Sim im GT3-Sektor. Ja. Ember, wenn das Auto kaputt ist, dann ja. Also, wenn es fahrunfähig ist, dann ist weg. Ready, Moinsen. Dame, vielen, vielen lieben Dank, Maga. Sorry, ich würde mal in die Küche gehen und mir eigentlich zaubern, ja. Ja, mach mal. Guten Hunger. Bin so in einer halben Stunde da, denke ich. Ja, danke. Jo, bis dann. Tschüss. Tschüss. Piet fährt als nächstes. In 25 Minuten ungefähr. Wie viel Sprit hast du jetzt noch drinne? Schweigen. Na, 65 Liter. Jo. Also knapp 40 Minuten. Ja. Ihr dürft jetzt bei P3 oder P4 nicht vergessen, dass noch Piet und ich fahren. Und wir beide sind nicht so schnell wie die anderen beiden. Das heißt, wir müssen dann aufholen auf P2 und 3 und so. Ruppel die Katz. Wie gesagt, Leute, das mit den Monitoren ist eh Zukunftsmusik. Also sowohl bei Xentren als auch bei mir. Das ist, das dauert noch ein bisschen. Und Flame ist hier nicht, Jax. Wir flamen uns nur gegenseitig. Schön Platz gelassen. Wir sind aktuell Platz 4, Dreddy. Ja, es läuft für uns bisher ganz gut. Bisher ganz gut. Gesamt sind wir auf 4. Im ganzen Rennen Platz 4 gerade. Wir sind super, super durchgekommen heute. Ja. Wir, also normalerweise, wir alle fahren so.
Also wir alle fahren so. Aber da wir jetzt gerade nur zugucken aus der Boxengasse, haben wir das. Also ich fahre ja gerade auch nicht. Nee, der hinter, also wir haben aktuell mit dem schwarzen Audi hinter uns einen Positionskrampf. Wenn ihr jetzt hier da oben links mal guckt, dann steht ja dort Air Hebel, das ist Reini, der gerade fährt, und hinter uns ist L Fly. Und L Fly ist ein weißer Name, das heißt, wir kämpfen um Position. Platz 3 Holter ist auch noch oben, den könnt ihr da auch noch sehen. Und was blau ist, die haben wir alle überrundet. Das heißt, wir sind gerade mit Platz 5 im Positionskampf. P3 hat eine Zeitstrafe. 15 Sekunden. Also theoretisch wären wir jetzt aktuell mit einer Sekunde hinter Platz 3 nach der Strafe. Aber ist noch lange hin, Leute. Ist noch nicht Pokern. Pokern geht erst in den letzten anderthalb, zwei Stunden los. Also dann musst du richtig taktieren und pokern. Das ist keine verwirrende Anordnung. Das sind Relatives. Also das ist die normale Anordnung. Also hier ist nach Platzierung sortiert und hier ist Relative. Das ist halt angeordnet, je nachdem, wie deine Strecke jetzt ist. Ne? Also Sauer ist der nächste vor uns in 6 Sekunden. Und wir haben halt diese Ansicht an, um zu sehen, wie viel Platz nach vorne, nach hinten ist, damit wir, falls irgendwas sein sollte, dem Fahrer das durchgeben können. Als Fahrer hat man das auch zu 90% immer an. Ja, genau. Relativ. Du willst wissen, was vor dir abgeht. Storchi, danke für 17 Monate, Maga. Oh oh. Jetzt. Okay, nice. Telemetriedaten kannst du nicht auslesen. Ah, Reini ist nur auf den Geraden so stark. Da kommt der Audi nicht ran. Der Lexus ist der stärkste Wagen auf der Geraden. Also gerade alles so, was schnelle Kurven angeht, ist der Lexus schneller. Das Problem ist aber, dass der Audi viel, viel später bremsen kann und viel besser durch die Kurven kommt. Reini kannst du nicht ablenken. Reini fährt seit 15 Jahren Simracing. Dem ist das scheißegal, was du da hinten veranstaltest. Das ist genauso wie Pete. Pete interessiert das auch nicht. Nee, sollen die machen, was sie wollen hinter mir. Mir egal. Oh, Pete macht zu. Also die beiden sind auch die stärksten Verteidiger, die ich je gesehen habe. Also man muss intelligent fahren, ne? Wenn noch lange hin ist, so ein Rennen. Und man merkt, man verliert Zeit in diesen Zweikämpfen, dann bin ich auch so einer, so intelligent fahre ich dann, dann lasse ich ihn lieber vorbei. Weil ich verliere halt auch Unmengen an Zeit. Da ist sehr viel Risiko eingegangen, ja. Der Fly. Also sowohl Fly als auch Reini, Alter. Aber er wollte ran. Was ein Kampf, Alter. Die sind schon sehr gut hinter uns, Leute. Also das sind wirklich sehr gute Fahrer. Das sind sehr, sehr gute Fahrer hinter uns. Die wissen, was sie tun, ja. Die fahren immer mit dem Messer zwischen den Zähnen. Die gewinnen sehr, sehr oft die Rennen und sind sehr weit vorne. Also die sind schon sehr, sehr stark, die Jungs. Muss man neidlos anerkennen. Aber es sind halt noch 8 Stunden, ne?
noch lange hin. Kann noch viel passieren. Jetzt geht er rein. Ja. Hat er die Tür. War sehr gut. Aber wie gesagt, es sind noch 8 Stunden, das ist lange, lange, lange hin. Hier ist noch eine Menge los. Und es kommt noch Nacht, wenn wir Pech haben, regnet es noch. Also regnen, glaube ich, soll es nicht, aber... Cryptis, siehst du nur zu oder warum fährst du gerade nicht? Das ist ein Teamrennen, was 12 Stunden geht, Cryptis. Und einer meiner Teammates fährt gerade. Ich fahre in 2,5 Stunden ungefähr. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel einen Motorschaden unter anderem zu bekommen? Ja, wenn du scheiße schaltest die ganze Zeit, dann kannst du den Motor schon ruinieren. Aber das ist, naja, also ich sag mal, bei uns glaube ich sehr unwahrscheinlich. Weil wir ja relativ gut mit dem Auto umgehen. Also was ich halt regelmäßig habe, ist Bremsschäden. Also ich habe jetzt in 2 von 4 Endurance-Rennen Bremsschäden gehabt. Das heißt, ich hatte irgendwie Dreck zwischen der Bremsscheibe und den Bremsbelägen. Und dann hat mein ganzes Auto nicht mehr richtig gebremst. Also es kann halt dann auch sein, dass die Bremsbeläge mal ein bisschen schmu werden. Aber ich quäle die Autos auch. Also ich glaube, ich bin der Einzige von uns allen, der das Auto immer quält ohne Ende. Wechselt ihr die Bremsen im Rennen? Nee, wir haben Zweierbremsen. Mutig überholt auf Leih. Wir haben Zweierbremsen drin, die kannst du bis zu 24 Stunden fahren. Also es sollte okay sein. Du könntest die wechseln, wenn du das möchtest, aber muss erstmal nicht gemacht werden. Kostet halt Zeit, ne? Ja, genau. Nochmal extra irgendwie eine Minute oder so. Ja, so circa. Oder zwei, ja. Warum seid ihr so viel schneller als die anderen? Weil wir keine Unfälle haben und sehr gut im Verkehr durchkommen. Also ihr dürft mir nicht vergessen, also Qualifikation fahren ist das eine, ein Rennen fahren ist das andere. Also hier geht es grundsätzlich, in einem Rennen geht es nicht darum, immer wieder die schnellen Runden zu fahren oder superschnelle Runden zu fahren, sondern hier geht es darum, wirklich konstant und sicher zu fahren. Und wir haben bis dato noch keine großen Unfälle gehabt. Wir sind super durch den Verkehr durchgekommen. Unsere Boxenstopps haben funktioniert. Wir hatten keine Technikprobleme. Also bis dato hat alles hingehauen, weil es hinhauen muss. Und deswegen sind wir wahrscheinlich auch so schnell. Und die beiden, also sowohl Reini als auch Xentrin fahren 2-3er, 2-2er Zeiten konstant. Also ist halt schon das sehr gutes Tempo für volle Autos. Deswegen sind wir so weit vorne. Oha. Was fährst du für eine Durchschnittszeit? Mit vollem Tank 2,3, 2,4. Also ich fahre ungefähr eine Sekunde oder zwei langsamer als Reinigungszentrum. Also ich bin noch nicht so schnell. Ich bin also meine schnellste Runde mit einem halbvollen Auto waren 2 Minuten 8, also 2:08.
mit ganz frischen Reifen und alles. Aber Rennen ist halt nicht Quali. Ne? Das darf man nicht vergessen. Das ist immer noch ein Unterschied. Also ich bin nicht so schnell wie die Jungs vorne. Also in der Theorie ist, sind wir jetzt Vierter. Mit der 15 Sekunden Zeitstrafe sind wir Vierter, weil Holter Fünfter wäre. Aktuell. Oh, bloß nicht Tümmel anschützen. Nicht. Den hatten wir heute schon einmal. Die Strafe kommt am Ende drauf. Am Ende kommt die drauf. Hey, was? Und zieh den Zug. Eine Sekunde ist wirklich eine ganz, ganz große Welt im Motorsport, Leute. Eine Sekunde ist sehr, sehr viel. Also, ich sag mal, die ganz, ganz schnellen Fahrer sind oft 1,5 bis 2 Sekunden schneller als ich. Aber das ist gut, dass der Audi vor uns ist, weil der zieht jetzt nämlich uns hinterher. Und wir ziehen jetzt den Lexus hinterher. Wenn er mithalten kann. Aber Tümmel hat vorhin schon gezeigt, dass er sehr schnell fahren kann. Also. Tag, um auf deine Frage von vorhin zu antworten, 270 je. Na, wir ziehen uns ran an Holter vorne. Der ist da vorne schon. Oh fuck, ey, das ist halt richtig Leistungsdruck nachher, Leute. Für mich. Das ist richtig Druck. Da weiß ich aber noch nicht, ob ich damit klarkomme. Mal gucken. Yep. Denkst du, du kannst das halten? Oh, nee, so auf dem Niveau nicht, aber ich werde mein Bestes geben, mal sehen, was rumkommt. Ne? Du darfst dir keinen großen Druck machen, mache ich auch nicht. Natürlich bin ich jetzt ein bisschen, wenn ich das gleich übernehme, ein bisschen aufgeregt, aber ja, wenn ich im Auto sitze, ist das dann wieder anders. Und dann versuche ich meine Pace zu finden. Das sind die schönsten Worte, die du jedes Mal zu mir sagst, Peter. Für die bin ich dir sehr dankbar. Ja, es ist ja so. Und wenn irgendwas passiert, man kann es nicht ändern. Ich versuche auch vernünftig zu fahren, aber manchmal stecke ich in der Situation auch nicht drin und mache vielleicht auch mal Fehler oder passiert halt mal was, aber ganz locker rangehen und dann läuft das. Du darfst dir nicht zu viel Druck machen, weil dann geht's nämlich nach hinten los. Nee, das meine ich, keine Sorge. Das war falsch. Nee, das meine ich. Also Angst und so habe ich nicht, aber es ist halt, wir sind P3, P5. Ja, gut, dass wir das denken.
dass wir beide das so nicht halten können, was die jetzt abgeliefert haben, das wissen wir von vornherein. So. Aber normaler Druck ist da und wir werden sehen, was passiert. Pete ist im Chat eben. Du kannst Pete liest. Also ihr könnt mit den Jungs immer schreiben und reden. Markiert die einfach. Jo. Also ihr könnt auch mit euch quatschen. Alles gut. Machen sie nachher sowieso. Also wenn ich dann gleich einsteige, dann natürlich nicht. Dann fokussiere ich mich da aufs Rennen. Aber sonst... Hey. Shoto, mit dir habe ich noch ein Wörtchen zu reden. Wenn du der M-Punkt Wenzel warst im Testrennen. Okay, alles klar. Wenn das so ist, dann glaube ich dir. Alles gut. Lieber moin. Eins und zwei. Die sind eigentlich schon. Also eins ist eine Runde vor uns und zwei auch ziemlich weit. Aber ihr könnt auch Ausrufezeichen Suzuka eingeben. Dann kommt ihr auf die Pitball-Seite, glaube ich, heißt das. Und da könnt ihr die Standings sehen. Und Ben's Word, also nicht Krämpfe, aber so kribbeln und leicht eingeschlafen. Das kommt bei mir hin und wieder vor, weil ich halt alles mit den Fingern mache. Ne? Dann ist man manchmal zu verkrampft. Warte, ich gehe die Sache an. Ich steige als nächstes ein. Der Pete. Wir konnten uns das Auto frei aussuchen, ja. Wann ist das ungefähr, Heini? Viertelstunde. Alles klar, danke. Ich bin da. Wieso? Mach ich. Flexius. Nein, muss. Ach so. Schoto für 2 Sekunden musst du dich nicht muten. Poller dir nicht ins Höschen. Wenn Echo ist, wisst ihr, dass wir mit dem Fahrer reden. Ist ein Feature für euch. Es gibt einen Nismo, der fährt, ja. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Also es gibt einen Nismo, ein BMW, ein Lambo. Ja, moin. 2 Lexus, also es gibt schon ein paar, die exotisch sind. Exotisch. Was mich wundert, die sieht, dass der neue Fefe nicht dabei ist, ne? Nee, niemand. Der Evo. Nee. Hat sich keiner ausgesucht. Der ist, glaube ich, nicht so gut hier. Weil, kein Plan. Ich habe ihn mal ein bisschen getestet. War jetzt auch nicht so lahm damit, aber dass den keiner fährt, das wundert mich jetzt. Hey Tobi, moinsen. Gibt's neue Autos? Ja, es gibt einen neuen Mercedes und es gibt einen neuen Ferrari. Ja, danke, Killer. Und auch viel Spaß im Lambo. Was fährst du jetzt seit mit 30 Liter Sprit? 205, 208? Ah ja. Da hat er wohl keinen Bock mehr hinterher zu fahren, der Tümmel. Hier war mal das Gas. Nee, du bist jetzt langsamer. Dann Report. Dann Report. Was war denn seine Idee? Ich weiß es nicht, ey. Was war denn sein Plan? Uns aufzuhalten.
Oh. Okay. Ja, das wird wild hier wieder. Okay. Oh, der geht die 4 schön gemacht. Okay, alles gut. Alle immer ein bisschen besser aus der Kitzkegel raus. Ich weiß immer nicht warum. Aber irgendwas falsch, glaube ich. Die waren bestimmt in der Box drin, ja. Oh nein! Oh fuck! Die haben sich rausgedreht. Tschüss, Audi! Nein, Fly ist abgeflyt, ja. Jetzt kann sie ja ganz schön, aber die unten stecken schon ganz schön rein, die anderen. Habe ich Schwierigkeiten, nur Reini zu verstehen? Oder du auch? Meinst du jetzt wegen der Sprache oder wegen... Nee, ich verstehe ihn ganz gut. Okay. Man muss halt bayerisch können, ne? Ja, ich, vielleicht war mein Game einfach zu laut. Okay. Na, ich denke mal, dass 1 und 2, ja, die wären drinnen gewesen, seinen Boxenstopp gemacht haben. Deswegen sind die zurückgefallen, gehe ich von aus. Deswegen werden die wahrscheinlich zurückgefallen sein, die Jungs. Setuyo, moin. Maximal 10 Minuten noch. Copy. Was bitte? Temperaturen, viel Spaß. Wie schaut's da aus? Ja. 21 Grad. Messi, moin. Okay, also jetzt 2 Grad kühler. 16 Grad, okay. Die Boxenstopp, Starscream. Wie viele Pflichtboxenstopps sie noch machen müssen? Man merkt schon. Voll ideal, das sind schon am niedrigsten Dingen. Aber jetzt merkt man die Reifen schon wieder, gell? Vor allem am Heck. Also ich stand die ganze Zeit aus am Ende. Naja, Reini hat das Auto halt geprügelt ohne Ende, ne? Da ich so eine Frage habe, wechselt ihr immer durch oder darf jeder nur einmal pro Rennen fahren? Fickom,
Wir fahren jetzt aktuell 2 Stunden Reini, dann fährt 2 Stunden Pete, also mein Teamkollege, dann fahre ich 2 Stunden und dann fahren wir alle im Anschluss nochmal 1 Stunde. Jeweils. Naja, Timmel ist vorhin schon sehr, sehr stark gefahren. Also der hat, glaube ich, auch den ersten Stint gemacht. Das war schon sehr, sehr schnell. Egal. Gute Entscheidung, Reini. Gute Entscheidung. Ich fahre in 2,5 Stunden ungefähr. Also Pete geht gleich ins Auto und dann fährt Pete 2 Stunden und dann fahre ich. Weiß nicht, da riskiert man immer nur, dass man abgeschossen wird, wenn man das so macht. Soll ich übersetzen? Ja, ich habe verstanden, danke. Okay. Ich habe mal kurz die Bubble-App aufgemacht und habe mal bayerisch gemacht. Ja, sehr gut, die Übersetzungs-App, ja. Wir fahren alle Doppelstints, ja. Da ich im 24-Stunden-Rennen das erste Mal knapp, ich glaube fast 3 Stunden oder 4 Stunden gefahren. 4 Stunden gefahren, schön gefangen. Sehr schön gefangen, gut. Da ich im 24-Stunden-Rennen... Bist du Luft. Das erste Mal 3 oder 4 Stunden gefahren bin, dann mache ich jetzt auch Doppelstint. Ich steige quasi in die Erwachsenenliga auf. Sonst ist Pete irgendwann sauer mit mir. Na Quatsch. Das sagt er jetzt nur so. Das sagt er jetzt nur so. Und dann kommt nachher der Terror wieder, weißt du, in der WhatsApp-Gruppe. Minuten ist die Stunde um. Check. So, ich mute mich hier jetzt gleich und gehe in TS. Oh, ich habe schon wieder Weihnachtsgeschenke in der Post gehabt, Leute. Also bis nachher, Dizzy. Ja, oh. Im Chat. Ja, oh, viel Spaß. Tschüss. Na, was hier wohl drin ist? Möchte das jemand wissen, was da drin ist? In dem Paket? Oh, you gotta be fun. Ich bin bereit, Reini. Jawohl. Ja, Jungs, jetzt geht mal. Das ist mein Paket. Geht mal raus da. Okay. Naja, es kam mal wieder ein bisschen Post. Es kam mal wieder ein bisschen Post, Leute. Es kam mal wieder ein bisschen Post. Numero uno. Hier ist mal unterrichten, das Bunge. Maga, ich hab... Nummer 2.
Ich weiß gar nicht, womit ich das lesen. Und dann hier Nummer 3. Ja, 2 Sekunden Schaden jetzt, sorry. Alles gut. Ich mach kurz groß. Also. Hier. Hier. Und hier. Ich kann jetzt, ob jetzt rein, ich gehe jetzt da rein. Ja, ich hab's gesehen, Leute, im Augenblick. Ich bin ein Chaos aus dem Weg, das weiß ich ja gerade gar nicht auf. Bist du ready, Pete? Ich bin ready. Okay, dann komm ich jetzt rein. Twitch Prime, ja, alles klar, check. Freecom, dankeschön für deine Subskribierung. Okay, bin wieder da. Kikaina, dankeschön für 14. Sehr guter Stint, aber. Ja, danke. Ja, geht ja. Ich hab kurz mal so eine Phase gehabt, da war irgendwie nicht ganz da. Da, wo der Nils dann gesagt hat, der Fly kommt von hinten, bin ich wieder aufgewacht. Ja. So, dann schicken wir Pete ins Rennen, wa? Ja, ich habe jetzt auch wieder 10 Liter zu viel. Ich habe jetzt bei dir nochmal 2 Liter weniger gemacht. Ja. Den. Mal sehen, ob Pete das halten kann. 3, 2, 1, go. Okay. Rückspiegel nicht vergessen. Ah ja, scheiße, stimmt. Mal so eine kurze Zwischenfrage an den Chat. Wer guckt zum allerersten Mal heute Endurance Rennen? Dann good luck. Ja, danke schön. Danke schön. So. So viele? Holy guacamole. Ja, moin. Ja, jetzt bin ich schon ein bisschen durchgeschwitzt, gell? Pete, wäre es möglich, dich zu muten im Teamspeak? Jo, mache ich gleich nächste Gerade, okay? Alles, ja, kein Stress, alles gut. Schönes Stint, Reini. Ja, danke. Sehr, 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 sehr stark gefahren. Also wirklich, richtig mal gefahren, gut. Ja. Danke, danke. Ein bisschen mehr wäre noch drin gewesen, aber ich war irgendwie so im... so, keine Ahnung, so... keine Ahnung, wie sagt man das? Ach, Zentren, ey, weißt du... irgendwie eine Stunde nicht da oder so und dann so aus dem Bett liegend im Halbschlaf. Ja, stark gefahren. Ja, so richtig ich gut, Reini. Wir sind aktuell auf Platz 7, richtig, im Gesamtfeld. Die vordere Zahl, die bei uns rot angezeigt wird, ist unsere Platzierung. Räumst du schon dein Zimmer um fürs Rig? Ich glaube, das mache ich morgen dann. Okay. Das ist sehr gut, Bodo. Also Platz 7 ist wirklich sehr, 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 sehr gut.
ehrlich. Also, wenn wir das einigermaßen halten können, also Top 10, wenn wir Top 10 sein sollten. Also, Peter hat gesagt, wir machen Top 5. Mal gucken, weiß ich noch nicht. Aber wenn wir Top 10 werden könnten, ist das eine wirklich sehr, sehr gute Leistung. Ja, zwei vor uns müssen, glaube ich, auch noch in die Box. Die holen wir wieder. Ja, ja. Also wir könnten theoretisch nur unter den ersten fünf könnten wir holen. Wenn Pete und ich stabil fahren. Das ist so der einzige. Also Pete fährt sehr stabil, der hat halt sehr viel Erfahrung. Das ist bei mir so ein bisschen. Mal gucken. Aber ich habe sehr viel geübt. Bin sehr viel gefahren auf Suzuka. Ey, Habakuk, hab ich schon gehört. Danke an Karl übrigens und Küsschen aufs Nüsschen nach Irland, mein irischer Bruder, estischer Bruder, Entschuldigung. Pete ist auch ein sehr guter Fahrer, ja. Also Pete ist vor allen Dingen sehr konstant und sehr erfahren. Also mit einer, finde ich persönlich, der stärksten Positionsverteidiger, die ich kenne. Ja, verteidigen kann er. Ja. Also er ist nicht so schnell wie Reini und Zentren, aber er ist auf jeden Fall sehr, sehr konstant. Also bringt auch sehr viel Erfahrung mit in das Team hier. Also ich glaube nach Reini die meiste. Reini ist ja ungeschlagen mit seinen 15 Jahren Sim Racing. Ja, der Pete fährt schon genauso lange. Eigentlich ja. Nehmen wir uns da nichts. Ah, das verheimlicht er immer. Aber das verheimlicht er immer. Das müssen wir ihm nachher beim Brühwarm erstmal in die Nase rein. Danke, Reini, für die Infos hier. Was heißt für dich Sim-Only, Bodo? Sim-Only-Fahrer. Wir fahren hauptsächlich Sim-Racing, ja. Danke an euch alle. Aber es gibt auch Leute, die auch die Formel Dame vorzahlen. Tschüss raus, Peace, Schubi. Jetzt hocken wir andere Spiele. So ist das nicht. Naja, Pete ist, der jetzt gerade fährt, ist mit seinem Sitz verwachsen. Also der fährt fast jedes Wochenende gefühlt Sim und Endurance. Der fährt aktuell so gut wie jeden Tag 5 bis 8 Stunden. Ja. Ich glaube, der hat Unterarme, Junge, damit kannst du Walnüsse knacken. Ja. Bei Pete muss man dazu sagen, genau, das ist vielleicht nochmal so eine Sache, die sollte man erwähnen. Ist jetzt nichts, also ist schon besonders, finde ich. Pete ist querschnittsgelähmt und fährt mit Händen. Wenn ihr dazu mehr Infos haben wollt, könnt ihr Ausrufezeichen Fahrer eingeben. Dann kommt ihr auf die GetPol Internetseite und dort könnt ihr euch mal sein Equipment angucken. Also er gibt. Stopp, also querschnittsgelähmt ist er nicht. Ja. Ist nur keine Füße mehr. Ist das denn nicht trotzdem querschnitt? Nee, der Kalähmung, der hat die Füße wegen einem anderen, wegen einer Krankheit verloren. Okay, also keine Füße, ganz so. Mir war... Keine Füße. Ja, wie willst du das sonst sagen immer? Er sitzt im Rollstuhl, so, Punkt. Pete sitzt im Rollstuhl, so. Und Pete fährt quasi mit Hände only. Ich dachte mir, das wäre so der Überbegriff dafür quasi. Na nee, weil Querschnittslähmung ist ja, weil es wegen Nerven irgendwie dann abgeschlossen ist. Wieder was, wieder was dazugelernt. Ich habe im Medizinstudium leider, war ich nicht anwesend. Ja, meistens ist es ja so. Bei Pete ist es schon ein bisschen anders gelaufen. Ja. Wann bekommt Dizzy eigentlich mal einen Eintrag auf der GetPol Homepage? Na nie. Müssen wir erst neu machen. Ich bin nur ein leises Mitglied. Das Problem ist, ich bin der Einzige, der das machen kann. Und ich habe keine Zeit.
Also ich finde mich jetzt dadurch nicht diskriminiert. Ja. Es ist alles okay. Wissen wir ja. Und ich sag mal so, wir fahren ja so in der Konstellation zusammen. Immer. Also auch ohne, dass das da steht. Wir fahren der Name steht da drin, nur das ganze Profil ist. Ja, ist ja okay. Dankeschön, Leute, fürs Aufklären. Dann ist es eine Gehbehinderung, der Überbegriff. Ja, genau. Ja, dann machen wir das so. Namentlich bist du schon auf der Seite, Sigi Lentes. Ja. Ja, mein Klarname kommt irgendwo hin. Zwei Klassen fahren, GT3 und GT4. Und ja, wir fahren 12 Stunden Realzeit. Also wir fahren reelle 12 Stunden. Wir haben um 12 Uhr heute gestartet und enden um 24 Uhr heute. Also unten am Rick. Was? Ne? Was ist jetzt? Eine Heizung vielleicht? Und da liegt irgendein Zeug rum, wahrscheinlich immer was anderes. So, jetzt bist du wieder voll da. Ja, Bibi. Okay. Ja, Bibi. Bilder auf der Homepage sind da teilweise nicht mehr ganz aktuell. Der Peter da auch schon groß umbaut. Ja, genau. Der hat ja auch ein komplettes Alu-Rig jetzt schon. Da ist noch das alte drin. Gar nicht mehr aktuell. Streamen die anderen Fahrer auch? Ich glaube, heute streamt keiner von den Jungen. Nee, und dann, das wird zu kompliziert. Da kommt keiner mehr klar sonst. Ja, es ist eine andere Belastung nebenbei. Deswegen habe ich das glücklicherweise irgendwann alles so gemacht, dass das nicht viel Betreuung braucht. Also technischerseits. Hm. Da braucht man ja pro Streamer dann nochmal ein extra Discord. Oder Teamspeak. Also damit man sich nicht dazwischen redet, meinst du, oder? Ja, genau. Ja, kannst du ja muten eigentlich. Ja, wenn du selber muten hast, dann ja. Also ich würde mich auch muten, wenn euch das stört, also. Nee. Alles gut? So stört es ja eben nicht, das ist ja das Gute. Wer ist denn da hinter uns gerade? Schneider und Holter. Schöninger ist auf 2 wieder vor. Genau, Schüssel. Na, Piet, hältst du gegen? Oh, come on. Da macht aber Piet erstmal, da sagt Piet erstmal, nope. Das hätte auch in die Hose gehen können. Ey, das ist Wahnsinn. Also wirklich, das ist absoluter Wahnsinn bei Pete. Also so wie ich ihn kennengelernt habe, das macht er jetzt auch 2 Stunden. Der hält jetzt 2 Stunden, macht er dicht. Ja. Der wird so kotzen hinten. Der wird richtig kotzen. Er wird richtig kotzen da hinten. Der wird fluchen. Das ist deine Spezialität des Verteidigen, kann man schon so sagen. Und das Schlimme ist, dass der Benzer. Jetzt hat er aber verloren. Ja, jetzt ist er durch. Schön gemacht. Schön gemacht vom Benzer. Aber ist egal, Pete muss sich ja gerade erstmal warm fahren. Also von daher ist alles gut.
Ja, der Benz, der geht richtig gut, haben wir auch gedacht. Ich war ja einmal schneller wie einer da. Die Kurven schon rankommen, aber auf der Geraden die Windschatten ist man ja nur gleich schnell. Bin so ab. Hi, moin, Maga. Ossi, dankeschön für 11 Monate, Maga. Muss B1 an der Durchfahrtsstraße? Er drives through. Und das sein P1 hat er hat nur das A6 da stehen bei den Pitstops. Ja, die waren noch nicht drin. Ah, die reizen schon jede Minute aus. Naja. Lass noch alles hin, Leute. 7,5 Stunden. Also heiß wird es erst in den letzten 1,5 Stunden, da wird es dann heiß. Ich muss mich nachher erstmal nochmal schnell warm fahren gehen. Wer fährt am Ende? Also voraussichtlich wird Reini und Zentren den letzten Stint fahren. Das sind halt die schnellsten bei uns und die können am meisten reisen. Also wenn alle Stricke reisen, das haben wir in Spa auch gemacht und wir sehen, dass potenziell noch mehr Plätze drin sind, fahren die wahrscheinlich auch unsere Stint. Also das haben wir in Spa haben wir das auch gemacht, haben Pete und ich haben auf unsere Stints verzichtet und Zentren und Reini sind am Ende nochmal Doppelstints gefahren, einfach weil wir dadurch, ich glaube, nochmal 4 Plätze gut gemacht haben. Also bei uns ist das erstmal so spontan. Also wir entscheiden das mehr fürs Team und für die Platzierung als für Show und Shine für den Fahrer. Ich war noch nicht auf der Strecke. Ich komme nach Pete, bin ich dran. Ich habe heute den letzten Stint quasi. Den letzten Doppelstint. So oder so, glaube ich, muss eh einer ein bisschen verzichten, weil da fehlt eine Stunde weg, denke ich, war locker. Ja, ja. Ich bin jetzt schon ja, so 20 Minuten extra. Ja, ist halt so. 20 Minuten, eine halbe Stunde am Ende nochmal der letzte Stunt. Da muss man wieder ohne Reifenwechsel dann machen. Ja, Splash and Dash halt, ne? Ja. Hätte man jetzt natürlich auch noch weiter ausreizen können, aber. Ja, ich hatte auch immer noch so 4 Minuten, 3 Minuten offen oder so. Ja, hätte man hier da jeweils noch mal eine Runde fahren können. Minuten genau dürfen wir fahren. Wir reizen halt den Tank immer voll aus, also nicht komplett, aber wir überziehen halt unsere Stints oft. Alter Mann Racing, moin. Ossi, danke übrigens für 11 Monate und Shanushorn, danke schön für 6 Monate. Vielen Dank für die Resubs. Ich denke mal, ich werde mich dann, wenn Pete in den letzten Stint reingeht, werde ich mich auch nochmal schnell auf die Strecke schmeißen. Mhm. Schnell noch mal kurz warm fahren, so 7-8 Runden. Ja, ist gut. Ich muss aber mal ganz kurz auf Toilette. Gleich wieder da.
Ja, warum das mit 9 Stops und 65 Minuten Maxzeit? Verstehe ich auch nicht. Also da hat einer irgendwie nicht durchdacht. Das eine schließt das andere eigentlich ja schon wieder aus. Ja. Hätte man nur die Fahrerzeit gemacht und fertig. Oder die Boxer, die Sitzzeit. Dann musst du eh mehr als neunmal boxen. Ich hab das noch nicht durchgerechnet, aber ich glaube, das macht. Naja, wir haben 12 Stunden. Wenn du eine Stunde, 5 Minuten nur maximal fahren darfst, ja? Ja, eben. Du kannst ja nie auf diese Sekunde auf 0 runterfahren, weißt du, was ich meine? Das geht ja nicht. Ja. Na gut, schaut vielleicht auf dem Papier, im Flyer oder so gut aus. Keine Ahnung, ob das irgendwo steht. Ich habe mich auch schon im Training gewundert, irgendwie, dass das da aktiv war. Ja, ist so okay. Das wäre jetzt was, wenn das irgendwie am Fahrerwechsel gebunden wäre, dann wäre es nur was anderes, aber so. Genau, so sieht man zumindest, wie oft wir in der Box waren, auf den ersten Blick direkt. Das stimmt. Was die Mindestzeit pro Fahrer? 65 Minuten. Irgendwas passiert? Nee, ne. Okay. Haben wir gerade diskutiert, weil mit den neuen Stops und maximal Fahrzeit, weil sie sich so gegenseitig ausschließt. Dass beides eigentlich keinen Sinn macht. Oh Sven, alter Mann Racing, hast du schon angeschlossen, das DD? Pete fährt jetzt einen Doppelstint, dann fahre ich einen Doppelstint und dann müssen wir mal gucken. Potte Moinsen, was übrig bleibt. Direct Drive, genau. Ah, okay. Ich habe mir bei der DD immer den Lenkwiderstand jetzt angemacht, ne? Wie geil ist das denn bitte? Kennst du das? Du hast auch eine Idee, ne? Ja, ich hab jetzt auch Widerstand, ja. Ja, ich hab meinen Lenkwiderstand mal angemacht. Das ist jetzt auch. Nütze halt die vom Funner Lab Basisprofil, aber das habe ich mir jetzt einmal halt justiert und habe halt ein Standardprofil für ACC und eins für iRacing. Das nehme ich halt eigentlich so gut für jedes Auto her. Warum der Lexus? Weil Peter es beschlossen hat. Ja, vor dem Update getestet, war schnell. War aber alles nur vor dem Update von dem Reifenmodellzeug. Man kommt in Lexus recht schnell rein, aber wenn man mal irgendwie nicht die Zeit gehabt hat zum Trainieren oder so, dann kann man das da stimmt, recht wieder rein. Gell. Der lässt sich echt gut hin. Mercedes und so muss man, oder Audi muss man dann schon ein bisschen mehr fahren. Immer. Wenn du mehr übst, gehen die zwar wahrscheinlich ein Stückchen besser, sage ich mal vom Gefühl her. Ja. Aber wenn du halt so roh reingeschmissen wirst wieder oder so, nee. Da ist es dann doch ein bisschen zu ausbruchfähig, sage ich mal, das Auto. Na, mit deinem Glaskanonen-Setup hier ist das auch schon so. Was ist da jetzt eigentlich für Setup drin?
das, was wir genommen haben. Also was ich da hochgeladen hatte. Was du von deinem Deal ist, okay. Genau, ich habe nur nochmal die Bremsbalance nochmal zwei Klicks nach hinten auf 62,8 oder was das ist. Genau, hab schon gesehen, ja, passt. Ja. Und ich hätte gerne noch ein bisschen mehr vorne gehabt, aber egal. mehr hinten, so rum. Mehr hinten. Aber geht ja trotzdem super so. Ja, ja. Da. Also zumindest zu meinem Gefühl her. Ja. Ja. Geht mal gut. Wenn das Rutschen anfängt. Welche Boxenstrategie ist denn die richtige? Ja, du musst immer eins auswählen eins und dann. Eins. Genau, eins ist die richtige. Muss man immer zurückgehen. Ne? Und Abreifen 8 sollte der neueste sein. Bremsbalance kannst du noch umstellen, Zentrum im Auto, das weißt du, ne? Ja, in der Blackbox, ich hab's halt nicht belegt, ne? Und dann immer da rumzumachen oder so, ja. Nee, geht schon so. Check. Ist sicherer außerdem. Und umso mehr hinten ist in der Kurve hier eben gerade nach Start und Ziel, umso mehr möchte das Heck nicht überholen in der Kurve, weißt du? Deswegen ist schon eigentlich so ganz gut. Ja. Also mein Setup hat mir am besten gefallen. Aber das mochtet ihr ja nicht. Nee, damit war ich mit dem schneller sogar direkt. Okay. Und dann bin ich deins nochmal gefahren, weil es lässt sich ein bisschen anders fahren. Ein Fahrgefühl kurz und dann war ich aber eigentlich war es gleich schnell. Oder? Ja, aber viel habe ich auch nicht geändert. Das ist eigentlich Preset aggressiv mit ein bisschen Bremsbalance, ein bisschen Reifendruck. Ein, zwei Klicks, glaube ich, eventuell irgendwie an der Federung oder so, wenn ich... Ja. Das eigentlich ja, so viel macht Setup echt nicht aus. Man hört ja von den anderen immer da... wenn es hochkommt, einmal 7/10 oder so. Ja. Ja, Shoto. Die Gamepad-Zeiten waren Hammer damals, das hat schon gebockt. Aber das war ja eigentlich gezwungenermaßen, ne? Weil mein Lenkrad damals kaputt war. Bin ich dann halt aufs Gamepad umgestiegen und hab mich dann damit, sag ich mal... arrangiert, ne? Aber lief nicht schlecht, zumindest im Race Room. Es kann regnen, Teko, ja. Das ist ja hier nicht iRacing. Ich weiß nicht, ob es regnen wird. I don't know. Mal gucken. Also wir fahren auch nachts. Wir fahren in die Nacht rein. Also hoffe ich zumindest, dass wir in die Nacht reinfahren. Ja, müsste. Bis 12 Uhr nachts fallen wir fahren. Scheint nämlich normaler Multiplikator zu sein. Genau, wir haben mal aktuelle Uhrzeit. Also echte genau, Zeit, ja, eigentlich eine Minute sollten wir weiter, ja. Genau. Okay. Nee, 2 Minuten eigentlich. Nee, 1 Minute. Ach hier, Katze wieder. Na? Regenwahrscheinlichkeit eingestellt, ich weiß gar nicht. Ich glaube schon. Eigentlich ja. 0%, aber es kann trotzdem passieren, dass mal ein Schauer kommt. Okay. Weil halt dynamisch das Wetter an ist, weißt du, und Wolkenbildung. Ja. War ja gestern im Qualifying so, überflutet die Straße. Hat ja, ja. Hat schon Angst gehabt, natürlich. Weil überflutet ist dann doch nicht immer lustig. Schön ja. Regen oder so, nass ist okay, aber überflutet die Strecke, nee, muss nicht sein. Ja, bei Monsun und so wird da echt abgebrochen bei so einem Wetter eigentlich. Das ist, also, ist ja eigentlich nur zum Spaß, das ist Extremwetter. Ja, ich sag mal, eigentlich umso kühler es wird, umso schneller wirst du mit den Reifen. Aber umso besser musst du halt die Drücke im Auge behalten. Ja, genau. Wenn die ja, halt perfekt sind und kühl wird, dann geht's richtig Vollgas. Ist jetzt, also es war vorher glaube ich nicht so, aber zum neuen Reifenmodell merkt man es glaube ich stärker. Ja, ja, viel mehr, ja. Drifty. Oh boy. Ich müsste mir langsam mal Schuhe anziehen, ich sitze hier noch in Latschen. Und hast du noch Zeit? Naja, ja, ich muss mich aber auch noch warm fahren. Fahrt ihr alle mit Schuhe? Ja. Ja,
Also es kommt, also normale Pedale brauchst du das nicht, aber sobald du Lotzel hast, wird es halt auf der Bremse halt unangenehm. Das, ja, mehr Druck halt und so, ne? Ja. Was ist das? Es geht auch ohne, aber ja, erstens wird die Häuschen füllen, aber erstens die Socken dann jedes Mal kaputt. Okay. Ja gut. Ja, du hast da immer so die Löcher da drin, und da sind da Löcher drin und so. Ja, und ja, das reißt da irgendwie. Du bleibst immer leicht hängen. Gut, aber haben hier die Dings auch, ne, die Löcher? Normal, ein Thrustmaster. Ja, ja, aber da drückst du nicht mit 30 okay, ja. Kilo okay. drauf. Und die können doch wenigstens, komm schon Leute, die können doch wenigstens mal wirklich ein Stück von Gas gehen und nach rechts fahren. Die fahren keinen Kampf, nichts. Ja, die VODs werden bei Disney nicht gespeichert, glaube ich, nee. Nee, leider nicht. Was? Hä? Nee, nee, ich kann keinen Kampf. Nee. Vielleicht auf YouTube, ich weiß es nicht dann, ne? Uploaden oder so. Keine Ahnung. Was? Das könnte sein, ja. Das Rennen wird es geben bei YouTube, ja. Ah ja, so. Das ist alles gespeichert. Also hoffe ich mal. Ich muss nur nach 6 Stunden ungefähr mal restarten quasi. Sorry, meine Freundin war gerade da, Leute. Ja, du bist kopiert, ne? Ja, der Kerl wird auch ruhiger, ne? Ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr in Ligen mitfahre. Ich hätte halt mal Bock auf eine Endurance-Liga. Mal gucken. Ja, muss man schauen. ACC weiß nicht. iRacing gibt es da so einige, aber muss man sich dann auch erstmal qualifizieren für. Da kommt man nicht so einfach rein. Also bei einigen, was man bekannteren. Also ich hätte immer noch Bock auf die Nordschleife. Wird es da wahrscheinlich die nächste Zeit erstmal nicht geben in ACC, aber Bock hätte ich trotzdem. Nee, Shuto. Ich fahre aktuell, also was heißt iRacing? Ich gucke immer mal wieder rein, fahre dann irgendwie eine Woche und dann habe ich keinen Bock mehr. Weil ich fahre dann zu wenig für das, dass ich das rentieren würde, weißt du? Und von daher sage ich dann immer, ja, ich lasse es dann doch wieder. Naja, mit dem neuen Rig, da geht's dann ja, ab. Ja gut, okay, dann mal gucken vielleicht wieder. Nee, ich will keinen Kaffee haben, Leute. Ich hab schon eingetrunken heute. Brauch keinen. Ich trinke Wasser. Aber es ist ja noch Zeit. Pete hat ja noch. Naja. Eine halbe Stunde in dem Sinn. Wenn Pete reinfährt und Boxenstopp macht, gehe ich kurz runter in Singleplayer, fahre mal 10 Runden mich warm. Und dann mache ich mich bereit. Mach das. Ich bin nicht hibbelig, Shoto. Ich bin so wach, keine Sorge. Brauch kein Aufputschmittel. Oh, ich hab immer so Angst mit dem GT4, ey. Ja. Mein Pferd geht's eigentlich noch, da hast du zwar auch Respekt vor und so, aber beim Zugucken, oje. Vor allem hier vorne die Kurve ist, die Linkskurve hier. Wenn die da einfach reinhalten oder gegenhalten, gute Nacht. Das stimmt. Endurance macht deutlich mehr Spaß als die 30 Minuten dann. Ah, Pete, wie sind denn die Reifendrücke? Perfekt. Okay, passt. Du hast halt auch bei 30 Minuten weniger die Chance. Weniger Chance wieder aufzuholen, wenn du mal einen Fehler machst, ne? Bei 12 Stunden hast du da enough Zeit, sag ich mal noch, um überhaupt irgendwie 10 Plätze nochmal aufzuholen, wenn es gut läuft, ne? Ja. Das ist halt das Geile daran. Wenn du einen Fehler machst, ist nicht alles vorbei. Ist er bei euch auch so laut, der Pete, im Teamspeak?
Laut? Nee, normal. Ich hab ihn leiser gemacht. Und ich normal. Mach den mal leiser jetzt. Oh nein, da ist hinten der Essen rausgeflogen. Da konnte wer nicht abwarten im Essen. Was? Gyros wäre geil. Und Tzatziki jetzt und so. Ja. Zum Gyros? Ja, wäre geil. Der böse Berg, den Reiserum gibt es denn? Was mach ich? Denn? Original. Ohne Mod. Ja. Ja. Nee. Ja. Und ein bisschen. Bitte? Ja. Und ein bisschen Cheddar oben drauf. Nee, ja, ist gut. Ich fahre in anderthalb Stunden ungefähr. Ich fahre dann aber zwei Stunden. Okay, okay. Das ist lieb von mir. Danke. Die Endurance-Verpflegung. Ja, das ist nice, ne? Ja, da muss ich dann aber auch eine Woche jetzt lieb sein. Was gab's heute im Kalender? Rubbellos. Wer war nicht drinne? Mehr. Millionen gewinnen. Nee, kein gutes Rubbellos. Nee, da war gar nichts drin. In den letzten drei Tagen war überhaupt nichts drin in dem Quatsch. Wollt ihr das wirklich machen? Ja, Pete ist der, ich will nicht sagen intelligentere Fahrer, aber Pete lässt... Ich hab's gerade nur gehofft, dass er es macht, ja. Ja. Weil der ist eh schneller als er, von daher. Ja, aber dagegen halt muss er ja nicht, also... Ja, das... Ja, logisch. Ich meine, der Aston ist schneller gerade, nicht so schnell. Der erste Platz ist aber auch anders schnell, ne? Die haben da nur Aliens drauf wahrscheinlich. Raketen. So, ich werde mir schon mal die Schuhe anziehen und die mal ein bisschen anwärmen hier. So ganz langsam. Das sind keine Schatten, das ist irgendwie Ghosting und ich habe keine Ahnung, wo das herkommt.
Ich glaube, das ist bei mir genauso. Das liegt irgendwie an 4K oder so, Leute, das Ghosting. Mir ist noch nichts eingefallen, wie ich das wegkriege. Nee, das ist von der Unreal Engine, glaube ich, kommt das. Das ist bei jedem so. Oder irgendwo eine Qualitätseinstellung oder so vielleicht auch noch. Hab ich auch? Okay. Na ja, gut, ich fahre jetzt in 4K. Vorher ist mir das nicht so aufgefallen. Das Ding ist halt, ich könnte sogar mittlerweile in HDR fahren. Ja, ich hab HDR an. Ist auch cool. Ich weiß nicht, was jetzt passiert, wenn ich das mache. Also das native HDR musst du das Spiel neu starten und so. Und dann musst du da schauen, ob's... Dribble fährst du noch nicht, oder? Weil mit Dribble geht's leider nicht mehr. Da geht nur das... Also das... es gibt da zwei unterschiedliche Sachen mit HDR. Einmal das normale vom Monitor halt, wo das der berechnet. Oder das halt vom Spiel berechnet wird. Aber das funktioniert in Verbindung mit Triple Screen dann leider nicht mehr. Okay. Da gibt es dann oben HDR-Ausgabe aktivieren. Und dann muss der Monitor irgendwie so Display-HDR oder wie das dann heißt. Gibt so ein Display-Mode. Dann kann man oben die HDR-Ausgabe aktivieren. Die ist jetzt ausgegraut. Ganz oben. Ja, ja. Ich guck gerade nach was. Ich guck nach was anderem, Leute. Ich guck nach was anderem. Achso, so. Was ist ein TAA? TAA? Ja. Das ist auch so ein Anti-Aliasing, glaube ich. Ja. Ist ja L. Uiuiuiuiuiui. Haben sie sich abgeräumt. Oh, und ich hab's nicht gesehen. Warum mach ich immer was anderes, wenn sowas passiert? Hey, tatsächlich, kein Ghosting mehr. Aber was hast du? KTAA? Ja, auf KTAA stellen und dann ist kein Ghosting dann ist mehr. Das ist dieses Temporal dann schuld, okay. Ah, geil, dankeschön. Kann man ausprobieren. Neuse, neuse. KTAA. Sie, was ist mit dem Report von Auto mit der 23 wegen euch? Flüche, bis jetzt ist nichts passiert. Dankeschön, Schoko. Ja, hatten wir, glaube ich, Glück gehabt, weil die falsche Rundenzahl angegeben haben. Okay. Dankeschön, Shoto. Ah, ja. Das sieht, glaube ich, besser aus, oder? Ja, kein Ghosting mehr. Hab mich schon gewundert, wo das herkommt. Denn da ist ein Report. So, hier ist da viel. Holy moly, sind da viele Reports. Ja, ich glaube, wir sind sehr befreit von allem. Wir stehen mal einmal drin, ist aber rennunvoll. Achtung, Pete, hinter dir P1. Das Anti-Aliasing auf KTAA, nee, doch KTTA, KTAA umstellen. Das eine mit K. Genau, das eine mit K. Und das wird LED 15 bis 17. Nee, er hat zwei Runden Vorsprung jetzt, by the way. Nicht mehr eine, zwei. Der erste? Ja. Nee, eine. Muss man erst über Startziel fahren, ja. Die Anzeige ist leider nicht. Nee. Er ist jetzt das zweite Mal, hat er uns überrundet. Der ist jetzt zwei Runden, hat er rausgefahren. Check. 141 und wir sind in Runde 140.
eine Runde. Das dauert noch, der ist das zweite Mal an uns vorbei. Ich bin der Meinung, das erste Mal. Nein, das zweite Mal. Zwei Runden zurück. Der ist das zweite Mal an uns vorbei. Der ist doch jetzt vorher schon orange gewesen. Das heißt, er ist schon vor uns gewesen. Ja, das wird nicht immer richtig angezeigt, leider. Ist es eine Runde? Ist okay. Ich glaube euch ja. Ihr seid zwei Mann. Ihr habt recht, ja, ihr habt Unrecht. Wir sind jetzt Runde 141, wir sind Runde 140. Also eine Runde vor uns. Da haben sie noch, das ist schon seit Anfang an noch nicht so richtig. Und leider beheben sie das Träger nicht. Die Anzeige ist ein bisschen buggy, das stimmt, ja. Oh, kein Ghosting-Hang, ist aber auch anders schön jetzt. Können wir den Monitor wieder wechseln jetzt? Ist eine andere Qualität? Nö, also ist halt kein Ghosting mehr, ne? Mich hat das halt immer gestört, dass man das Auto dreimal gesehen hat. Sag mal, wie viel FPS habt ihr gerade hier drauf? Unendlich viele. Oh, ihr habt gelockt auf 60. Ich hab 65. Ja, okay. 61, 62, 65. Okay. Aber in 4K, auf episch. Ja, ich hab Full HD und eine RTX 3080, aber ja, liegt wohl irgendwie am Prozessor oder so, gar nicht. Ja, ich kann ja 1440p, bin aber auf 1080p runter, weil das Spiel sich dann ruckelig anfühlt, obwohl über 100 FPS da sind. V-Sync anmachen. Was? V-Sync macht's weg. Hab's ausprobiert. Echt? Ja. Bei mir nur hat. Nur jetzt 1080p ohne FPS-Limit mit V-Sync, dann schaut's flüssig aus. Also bei mir war das V-Sync. Okay. Ja, es ist aber nur das Problem, wenn man Triple Screen anmacht. Wenn man es ausmacht, gibt es die Probleme. Ja, gut, ich habe kein Triple Screen. Ja, ist halt nur ein ACC so, oder? Das fühlt sich dann so komisch an. Aber gut, so ein Full HD schaut es auch noch super aus. Kann man ja. Geht voll klar. Kann man dann anders hochdrehen. Ja, mit den 32 Zöller, ja, da sieht man ein bisschen mehr. Aber ich muss sagen, für 32 Zoll und Fuller, das ist echt ein gutes Ding hier, was ich stehen habe am Monitor, ne? Du hast einen 32er? Ja, den AOC 32 Fuller. Achso, den, ja. Ja, den hätte ich auch gern dreimal. Ja, der ist echt nice. Hat auch kaum einen Rand am rechts und links und so. Ja. Oh, yeah. Wer über einen Dell kauft. Sehr gut reagiert, Piet. Ist der GT4 gerade voll auf die Eisen gegangen, oder was? Gefühlt, ja. Oder da muss ja der erste auch auf die Eisen gehen, irgendwie, keine Ahnung, was das war. Ja. Und in der schnellen Links da, da geht die Firma in der Kurve bremst, der ist auch so kritisch. Weil du sollst mal irgendwie einen FPS-Lock auf 57 FPS machen mit G-Sync aktiv. Das sollte es flüssiger machen, das Bild. Schreibt einer. Ja, muss ich mal ausprobieren. Ne? Also wie gesagt, nur in ACC das Problem. Das kommt optisch so rüber. Ihnen giftet a tier 1 sub to Shotuf. They have given 129 gift subs in the channel. So langsam geht die Pumpe. Mhm.
Ja, ein bisschen was über eine Stunde habe ich noch. Ich werde gleich trainieren eine Runde, also mal so 10, 15 Runden fahren, um die Füße und die Hände warm zu machen und dann geht's auf die Strecke für 2 Stunden. Hier wächst heute auf uns. P6 ist eine Runde hinter uns, oder? Nee. Selbe Runde. 15 Sekunden. Okay. Ah, ich sehe es groß. Ey, Kasper, hau rein, Maga. Lass dich nicht ärgern beim Einkaufen. Ist ja noch lange. 7 Stunden fahren wir noch. Noch nicht mal die Hälfte runter. Aber die Zeit vergeht echt schnell heute schon wieder. Ja, haben wir schon fast Hälfte. Alter, Mess ist das halt. Oh. Nee, okay. Ja. Okay. Okay, nice. Puh. Also am meisten Angst habe ich vor dem blau-orangen BMW. Ja. Stimmt. Das ist wie letztes Mal in Wurstmoss, der eine. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, was er gefahren ist mit Auto. Der Bentley war das, oder? Ja, ich glaube Bentley. P4 sind 29 Sekunden. Aber und da kommt. Auch schon einmal mehr in der Box. Okay. Da kommt Pete aber nicht dran. Das sind. Was war einmal mehr? Sorry. Ja, P2 war schon einmal mehr an der Box. Oh, okay. Ja, die hatten auch schon 2 Unfälle. Oder 3. Trotzdem noch P2. Ja, weißt du mal, wie schnell die sind? Ja. Ah, ist immer schnellster Lexus. No. Ah, ja, also, in P, also P5 ist richtig gut. Seid mal ehrlich jetzt. In dem Fahrerfeld. Definitiv. Also da ist P5 ja. Schon eine richtige Leistung. Hätte jetzt Elektrok nicht doch, dass man so jetzt vorkommt. Ja, wir hatten einen Glück auch gehabt. Das war nichts wieder, dass der Xenter in der Schwierigkeiten gehabt hat, dass er da überhaupt zum letzten Platz wieder wegkommt. Ja, ich hab gestern gedacht, das war's, ey. P20 oder so. So dachte er, oh. Aber die waren auch stark, ey. P13, ja. Das ist eine 58 da schon gefahren, ne? Ja. 2 Zehntel schneller wäre ich gleich P11 gewesen oder so. Das wäre meine absolute Bestzeit-Time dann gewesen, ne? 58,7 bin ich gefahren im Training mal. Und mehr ging da auch nicht mit dem Lexus. Schau mal. Bei Quali liegt mir ja noch gar nicht. Also im ACC-Quali-Zeiten, das bekomme ich nicht hin. Das geht nicht. Ich bin auch super scheiße in Qualis fahren. Teilweise über Sekunde schneller und im Rennen. Im Rennen. Ich aber dann mithalten. Ja. Er hat sein Lenkrad angebaut. Oha, dann gibt es ja eine Runde Eurotruck-Simulator. Ja, Pakete auslieber, ne? Ja, Pakete auslieber, ja. Ne? Und dann kommt er gleich hier mit dem Coca-Cola-Truck auf die Strecke.
Weg, ihr Blitz! Hält auf 6, gerade so, bei der Hängen und Würgen. Kommt immer langsamer. Du pro Runde eine halbe Sekunde ungefähr. Ja, aber er hält noch gegen. Achtung, BMW. Wir müssen das ja nur für euch so einigermaßen halten und präparieren. Für euch beide. Das ist ja das Wichtige. Hauptsache wir halten und präparieren für euch. Ja, solange wir die Karre nicht wegschmeißen, sag ich mal, ist P10 locker drin. Und das wäre schon ein Erfolg, das wäre das erste Mal P10. Warte mal. Du weißt, beim letzten Suzuka-Rennen waren wir auch beide sehr weit vorne. Hm. Ich glaube, Vierter sind wir geworden, ne? Ja. Weiß ich gar nicht. Naja, wir sind beide Vierter geworden. Aber da war nicht so ein Fahrerfeld dabei. Ja, das war auch schon stark. Ich sag mal, ja, ich sag mal, hier sind 30-40% nochmal mehr dabei jetzt hier. Ja. Ist schon Wahnsinn, was die hier fahren. Wo ist denn hier eigentlich Team Lukas Lu und so? Wo geht die gerade rüber? Hm. 28. Ui, okay. Strecke wird kälter. Wieder ein Grad weniger. Oh, nur noch 18, ja. 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 Ich habe im PT schon so 0,1, 0,2 mehr reingemacht. Was hättest du gehabt dann? 26,7, 26,8 irgendwie sowas? Ja, müsste sein. 26,5 war dein Stand, der letzte. Genau. Ja. 26,5, genau. Und dann habe ich auf 26,8, 26,9 und hinten, glaube ich, sogar 27,0. Okay. Ja, weil die kühlen hinten recht stark ab. Echt? Da hatte ich gar keine Rolle mehr gehabt zum Beispiel, okay. Ja, also am Ende des Stints werden sie immer kühler. Gut, ja, gut, wenn die Karre halt leichter wird, ne? Ja. Hey, wir fahren heute Realzeit, Grauwolf. Also 12 Stunden sind 12 Stunden. Also wir fahren ins Dunkle rein quasi. Im Endeffekt auch die Lifetime oben, 5.15 Uhr. Ja, genau, es ist 5.15 Uhr, ja. Also es müsste, glaube ich, zu meinem Stint wird es dunkel sein. Ich fahre im Dunkeln. Lieblingsbedingungen. Fehlt nur noch Regen. Meint ihr, Pete wechselt die Reifen? Er sollte die Reifen wechseln. Er sollte, ja. Ja. Also ich hab's ja vorher nicht gesagt, ich weiß nicht, ob er das gehört hat, aber die sind echt nochmal gut, die Reifen. Also man verliert halt mindestens eine halbe Sekunde, wenn nicht mehr pro Runde. Also ich glaube, das mit dem Reifenwechsel sollten wir ihm dann nochmal stecken. Ja. Funktioniert vielleicht bei 10 Grad dann, ein Stück, die nur mit 10 Grad hat, aber aktuell auf keinen Fall. Der Verbrauch ist noch zu hoch.
müsste man ihm auch bald sagen. Er müsste, glaube ich, bald rein in die Box. Die nächsten 10 Minuten wegschwimmen. Ja, ja. Sagst du ihm das, Reini? Ja, Moment. Verkehr da vorne ist, oje, oje. Ja, das wird ein ordentliches Pack sein. Alles geht die 3. Ja, alles? Ja, da geht's ja, ja. Pete, wie lange hast du noch? 7,5 Minuten noch. Okay, mit Reifen? Du musst eigentlich schon Reifen wechseln, gell? Echt? Ja, die sind dann ist eine halbe Sekunde mindestens langsamer pro Runde. Aber ich bin jetzt gerade eben meine Bestzeit gefahren. Ja, aber sagst du nur. Hinterreifen ja, die? Ja, ich wechsle. Sehr gut, schrei mir nicht so hoch. Okay, dann müssen wir wegen der Brücke schauen. Ja, hast passt perfekt. Tool? Hast du das Tool offen? Ja, es ist schon wieder 3 Grad kühler jetzt. Eigentlich perfekt. Ah, du musst das aber nur einstellen, gell? 2,2. Was muss ich noch einstellen? Weil 26,5 der Standardwert ist. Ja, 26, ja. Ja, den müssen wir jetzt dann einstellen zusammen. Viel zu ist zu niedrig. Moment, warte mal. 26,5 oder 4 sind die? Ja, ich geb's da dann durch, die Werte gleich. Ja. Ich sehe auch aus wie Jackie Chan gerade. Alter, was ist mit dir nicht in Ordnung, ey? Okay. Was machen die da? Ja, keine Ahnung. Entspann dich. Die gleiche Muffe ist. Nee, das war nicht Pete seine Schuld. Wow. Nein, ich meine die anderen. Die wollten reinstechen und haben einen Unfall verursacht. Das ist wieder ein bisschen ruhig. Hast du die App-Dings auf, Piet? Nee, das ist nicht LWGO. Alter, warte. Das Problem ist, wir müssen das, was ich eingestellt habe, plus deine Änderungen jetzt mit einberechnen. Das ist hier. Das also, ich habe bei Boxenstrategie 1 alles auf 26,4. Ja, nein, das ist nicht LWGO, das ist Ray. Das ist ja der Standardwert vom Start. Nee, Ray hat sich selber gekillt. Ray wurde nicht gekillt. Ray hat sich selber gekillt. Das hätte ich mir mal vorher sagen sollen. Ja, hast du das App-Dings auf? Ja, aber das ist ja, ich weiß ja nicht, wer eigentlich so wert. Was habt ihr für einen Wert? Minus 0,5. Okay, dann stellst du links vorne 27,8 ein. Ah, 26,8. Er geht ja jetzt von meinen Werten aber eigentlich aus, ne? Macht es einfach so. Ja, 26,8, okay. Rechts, ja, warte. 26,9. Moment, ich bin in den SS-Dicken. Sagst du mir. Also links. Macht es dann, wenn du Zeit hast. Ja. So das Gefühl, dass wir heute auch noch keinen DC hatten, nicht wirklich. Also vorne links war das? 26,8. Moment. 26,8. Ja, gib mir schon mal rechts. 26,9. Ja. Mach ich gleich. Ja, aber seitdem, ich habe noch was geändert seitdem, Arkek. 26,9 habe ich. Vor hinten links. Ja, was sagt da bei dir die App?
0,1 plus und 0,2 plus. Dann machst du 27,1 hinten bei dir. Moment, 27,1, ja gleich. Bis später, ey Winko. Aber da eine Haarnadel so reindeifen ist schon schwierig, würde ich sagen. Vor allem bei. Okay, ups. Okay, hab ich. Alles klar, sind wir fertig. Sprit musst du halt schauen, dass du wieder so. Ja. Ich hab's jetzt so gemacht, dass du, dass er nur auf 103 aufgefüllt hat. Michi, ich fahr gleich. Warum bist du denn jetzt so? Ja, ich krieg's hin. Ich mute mich auch gleich wieder. Ich muss sowieso jetzt an die Box. Ray sagt, das ist unser Fehler. Maga, du divest aber mal nicht, Alter, in eine scheiß Haarnadel so rein wie ein kaputter. Das ist definitiv nicht unser Fehler. Vor allem bei dem Verkehr halt noch, ne? Vor allen Dingen mit, ja, mit 5 Mann-Leuten davor. Als ob. Nach vorne beschäftigt und nicht nach hinten raus. Riesgamer, Dankeschön für 17 Hütten, Euler. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Also, das wäre, also ganz ehrlich, bisschen Selbstreflexion. Da war aber überhaupt gar kein Fehler von uns. Du divest halt nicht in 5 Mann rein, wo schon 3 White sind. Also wie gesagt, dann bist du vorne mit dem Auge und guckst dich in den Spiegel in dem Moment, weißt du? Wenn du dann da rein deist, ja. Ja, ist halt scheißegal. Wenn Pete so fährt, fährt Pete so. Ist halt sein Problem. Ganz einfach. Mizi, gehst du jetzt mal bitte von meinem Schoß? Ich muss mal racen. Snake hat ihn berührt, nicht umgekehrt. Ey, Winko. Jetzt mach mal, zieh mal kurz deine Fanhose, Fanboy-Panties aus für Ray. Ray ist in eine Kurve, wo schon 2 White waren, noch in die Innenbahn reingefahren. Magga, in die Innenbahn noch reingefahren, in der Haarnadel. Schon das Manöver ist völlig Banane. Also ich schaue mir es gerade an. Er war ungefähr nur 3 Wagenlängen weit hinten und hat sie, also ja, muss man echt nicht machen. Wenn da vorne 5 Autos sind. Ihr solltet mal fahren lernen. Ja, kommt alle rüber aus Dookie Stream, meckert alle rum hier, ist alles okay. Aber zieht mal eure Fanboy-Panties aus und dann entspannt euch mal ein bisschen. So, ich gehe mich immer kurz warm fahren. Hört mal auf, das immer so zu betrachten. Ihr müsst da mal ein bisschen objektiver rangehen an so eine Sache. Du bombst halt da einfach nicht rein. Das macht man nicht. Das gehört sich nicht. Und dann die Schuld jemand anderen zuschieben, das passiert natürlich im Affekt. Und da möchte ich Ray auch gar nichts ankreiden. Du, Diddy, ich habe vorhin den gleichen Fehler gemacht wie Ray. Ich bin reingezogen, nur ich habe halt den anderen rausgetreten, nämlich hat mich weggehauen dann. Aber ich habe auch gesagt, ich bin schuld gewesen. Ich habe da reingestochen und ich war schuld, definitiv. Deswegen sage ich ja, entspannt euch alle mal ein bisschen, betrachtet das mal ohne, dass ihr euren, ich sag mal, Lieblingsstreamer oder Content Creator betrachtet und dann. Ja, sowas macht man generell nicht. Aber wenn die Leute sich gerne darüber beschweren sollen, können sie gerne herkommen und wir gucken uns das Wort gerne an. Das ist alles kein Problem. Das endet nur leider darin, dass es für den anderen dann nicht so gut aussieht. Deswegen. Genau, dafür gibt es ja die Reports. Genau. Wenn dann die Stewards entscheiden.
Jetzt ist mein Spiegel schon wieder nicht an. Auf welcher Taste war das, Reini? Kamera durchstellen einfach. Nee, also musst du, wenn du dann fährst, Kamera durchwechseln. Ja, habe ich schon gemacht, aber der geht gerade wieder. Ja, nein, das geht erst, wenn du im Auto sitzt. Ich sitze im Auto. Nee, wenn du... wenn ich fahre. So, bist du im Singleplayer, klar? Ja. Dann ist kein Spiegel da. Ach so. Mietzi, gehst du mal bitte von meinem Schoß, bitte? Ist nur da, wenn dein zweites Auto da ist, mindestens. Geh mal bitte. Danke, hab dich lieb. Ja, ist aus. Dankeschön. Danke. Okay. Ja. Mhm. Bremsen sind noch kalt. Aktuellen Stand von den Reifentemperaturen mal in unseren Channel schieben, mal nachschauen können. Orientierung haben. Ich fahre mich warm gerade, ja. Ja, passiert jetzt aktuell nichts Besonderes.
Meine Reifen sind zu warm. Aber nur ein bisschen. Dinger haben nicht mal Grip. Oh. Aber sowas von überhaupt gar kein Grip. Ja, hast vielleicht da keine Optimalstufe. Ja, ich habe Standard-Setup geladen von Zentren. Da sind die Reifendrücke nicht angepasst. Ich fahre vorne links mit 29. Ja, ja, nur fürs Bauchgefühl ein bisschen. Ist doch egal. Genau, falls ich da nicht da bin, Zentren, bist du da? Wahrscheinlich nicht. Was auch da? Falls ich dann nicht da wäre, keine Ahnung. Dann mal schon. Im Discord die aktuellen Stand von den Reifendrücke reingeschrieben. Ja. Und der Pete sagt dann, was seine App an Änderung anzeigt. Ja. Und das muss man dann auf die Werte übertragen. Das muss der Pete dann einstellen. Müssen alle im gleichen Setup fahren, ja, natürlich. Man kann nur das verstellen, was man im Auto als Fahrer verstellen kann. Also ABS, Traktionskontrolle und Bremsbalance. Da muss man dann immer die goldene Mitte finden, wo jeder mit klarkommt.